So, wichtigste Frage von allen. Macht ihr alle beim Nano mit? Nein. Was? Nein. Ja, leider. Also ich muss ja mal sagen, jein. Ich mache so semi mit, weil ich halt ganz, ganz viele Sachen schreibe. Ich werde auch locker die 50.000 knacken in dem Monat, aber nicht an einem Projekt. Ich wollte sagen, kuddel das mal, mache ich mir dir keine Gedanken. Ja, aber ich hab halt den Anspruch, dass ich dann halt auch wirklich an einem Projekt nur arbeite und dann das halt wirklich mit 50.000 Wörtern bediene. Aber das werde ich nicht können, weil ich halt zwischendurch weg bin. Aber ich werde den Nano sehr hart arbeiten. Nur halt nicht an einem Projekt. Rebell. Ja. Ich bin totaler Rebell. Eli hat Welchen schon Monat hast du? geheult. Ja, Was? ja, ja. Nee, also nicht geheult, Warum? aber es ist, wenn ich mir aktuell so anschaue, habe ich relativ wenig Hoffnung in den Nano. Einfach weil ich nicht weiß, wann ich das schreiben soll. Weil ich, vor allem das Problem ist, ich habe noch keinen Dienstplan für den November. Ich habe keine Ahnung, wie ich planen soll. Ah, deswegen mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, jeden Werktag zu streamen. Fragt sich nur wann, weil ich nicht weiß, wie ich Du arbeite. kannst sehr, sehr gerne, falls sich das mit deiner Arbeit also soweit passt. Ich bin ja vom 13. November bis zum 20., 21. bin ich ja nicht da. Und die ganze Woche gibt es keinen Kuddelstreams. Du kannst da Oh, gerne dann meinen kann 8 ich bis ja was 13 Uhr machen. Slot haben. Ja, ich hatte mich überlegt, dass ich dann halt 9 bis Bist doch eh jetzt mein 11.30 kleiner mache. Padawan. Genau, dass ich halt irgendwie so 9 bis 11.30 mache, weil das dann kann ich halt auch, wenn ich arbeiten muss, halt auch noch streamen. Aber wenn ich ehrlich bin und ich weiß nicht, ob ich vor der Arbeit Bock habe zu streamen, quasi doppelt arbeiten. Doch, tu Aber es. ja, mal gucken. Es ist Nano. Wenn nicht im Ja, Nano, natürlich, wann dann? eigentlich ja. Ich meine, ich habe ihn dann letztes Jahr gewonnen, dann werde ich es doch dieses Jahr auch wieder hinbekommen. Kann doch wohl nicht. Diesmal habe ich geplottet, so ein bisschen. Mehr als letztes Jahr. Also. Raju, ich weiß tatsächlich, also ich weiß, in welchem Monat ich dieses Jahr definitiv nicht die 50.000 geknackt habe, nämlich bis Mai, im ersten paar Monaten, weil ich da zwei Kinder zu Hause hatte und nur in den Abendstunden schreiben konnte. Aber seitdem glaube ich fast jeden Monat. Ja gut, das ist krass. Es ist halt Kuddel. Ihr erwartet eigentlich nichts anderes. Das Ja, stimmt, ey. nehmt euch kein Beispiel an mir. Nein, du Nehmt mich bist als dafür. Vorbild, aber kein Beispiel. Genau das. Das Ja. finde ich auch Du gut. bist wie ich schon Sonntag schrieb, du bist einfach ein Mensch, zu dem man aufgucken kann und man sich sagen kann, das schaffe ich auch. Irgendwann. Irgendwann will ich eine Kuddel sein. Ich meine, den Vornamen teilen wir eh schon, also ist okay. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich habe ja auch Geheimnisse. Ich habe ja hier eine TARDIS, ich habe noch eine TARDIS, ich habe noch eine Ich habe auch TARDIS eine TARDIS. und ich habe einen Zeitumkehrer. Ach, das ist der Also, Trick. ach Das so ist der ist Trick. das. Warte. Und ich habe den Doktor gesehen. Auf der FBM lief ein David Tennant-Cosplayer rum. Oh, sehr gut. Cool. Finn hat ein Bild mit ihm gemacht. Arthur, was planst du für den Nano? Stimmt, wir sollten Ja. vielleicht unseren Moderatoren vielleicht mal auch zu Wort kommen lassen. Ach, Ist Moderatoren braucht okay. man nicht. Ich dachte, ich wollte eigentlich moderieren, aber das könnt ihr auch übernehmen. Dann sitze ich hier so rum und denke so, cool, ihr macht meinen Stream. Das ist Ah, cool. deswegen sage ich so, Teleporter. Nachbar. Deswegen sage ich ja so Auf von dem wegen Bild. Arthur. Tell Ja. us. Genau, ich werde auch ziemlich Ich esse dich. stark rebellieren während des Nanos. Weil ich mir nicht als Ziel gesetzt habe, also ich habe mir gedacht, die 50 Wörter, 50.000 Wörter sind super als Ziel, aber ich muss eigentlich Dinge überarbeiten und nicht schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie verpacke ich das, wie übertrage ich das? Ich habe mir dann gedacht, okay, 500, 5, eine Stunde sind etwa 500 Wörter. Also etwa für 500 Wörter braucht man eine Stunde. Grob gesagt, es kommt auf die Person an, aber so als grobe Schätzung hat mir das gereicht. Und dann habe ich gesagt, okay, anstatt 50.000 Wörter probiere ich 100 Stunden zu investieren ins Schreiben, ins Überarbeiten, größtenteils ins Überarbeiten. Und deswegen ist mein Ziel, statt 50.000 Wörter zu schreiben, 100 Stunden zu schreiben, weil ich dann das Okay. Überarbeiten auch messen kann. Ich muss mir noch überlegen, wie genau ich diese Stunden messe, mit welchem Tool, weil es wird, glaube ich, ein bisschen knifflig,
wenn man mal irgendwie weg ist, dann eine halbe Stunde schreibt, da muss man schon irgendwie Protokoll führen. Aber da denke ich mir schon was aus. Ja, es gibt diverse Apps, wo du Das das, geht glaube ja. ich, dokumentieren kannst. Beziehungsweise dann kannst du ja Genau. die Wörter halt eintragen, sowas wie, ich weiß nicht, ob du Android oder Apple hast, halt dann sowas wie WordKeeper oder Write-O-Meter Write-O-Meter. geht, genau. Write-O-Meter ist tatsächlich auch, da kannst du die Zeit mit stoppen, das geht relativ simpel. Und da kannst du Avocados dir züchten. Das ist neu. Oh, Avocados sind super. ich hab kein Write-O-Meter leider. Ich glaube, es waren Avocados, ja. Ich frage nochmal später, Das. dann könnt ihr mir den Link senden. Ja, aber da gibt's jede Menge Sachen. Genau. Kann man nicht beim Nano sogar Ja, nicht Wörter eingeben? kannst Stunden eintragen. Ja, Zumindest krass. gab es das Okay. im letzten Jahr, aber es wird ja mal erst kurz vor Nano-Beginn freigeschaltet. Aber du konntest letztes Jahr auch Zeit halt tracken, die du investiert hast. Und dann wurde am Ende halt die Zeit gesammelt. Aber die Badges kriegst du, glaube ich, immer noch nur für Wörter. Ja, ich glaube, ich werde das dann einfach umwandeln. Dreisterweise. Meine 100 Wörter dann in 50.000. Meine 100 Stunden in 50.000 Wörter. Also ich bin da ein bisschen. Ich bin da einfach mal dreist und rechne das um und trage mir das als Wörter ein, weil ich die Badges haben möchte. Ja. Klingt Ja, gut. ich werde dieses Jahr halt, wie gesagt, einfach mal nicht teilnehmen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dran teilnehmen kann und ja, mal gucken, wie das dann mit der Zeitplanung hinhaut. Das ist halt der Nachteil, wenn man tatsächlich mit Aufträgen mittlerweile arbeitet, beziehungsweise halt Deadlines hat, die man sich selber leider nicht setzen kann, sondern wo dann halt jemand kommt und sagt, das muss aber dann und dann fertig sein. Und du sagst, das ist aber im November, das ist Kacke. Akzeptieren sie leider nicht als Ausrede. Aber mein November. Ich Aber brauche ihn Ja. noch, Primo. Aber der Nano. Ja. Oh. Sonst hat April eine. Traurig. Gerade April hat gerade oh eine Mann. sehr gute Frage gestellt. Eigentlich auch die Frage, für die wir den Stream machen. Und zwar, wie bereitet ihr euch denn auf den Nano vor? Fangen wir an mit. Obwohl, Sefi, du hast noch gar nicht gesagt, wie du am Nano teilnimmst. Ob du die 50.000 Wörter schreibst oder ob du mitmachst. Also ich mache mit und ich werde die 50.000 Wörter auch knacken. Ich werde sie knacken. Ich habe Rayu an meiner Seite, die hochmotiviert, wenn sie in der Nähe wäre, mir wahrscheinlich dreimal am Tag um den Hals fallen würde und mich dann ins Manuskript drücken würde. Sehr gute Arbeit. Ja, Und ich ich glaube, mache ich würde es normal ähnlich mit. machen. Wollte noch in Nano reinschreiben, soweit ich weiß. Ja, wir haben Ja, auch, ja. also Oh bei ja. mir ist ja das kleine Event geplant. Ah, möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen? Wenn ich darf. Also bei mir auf dem Discord habe ich eine interne Nano-Gruppe aufgemacht. Das heißt, die ist geschlossen, dass nicht die ganzen anderen Leute auf dem Discord da von gestört werden und wir Schreiberlinge unter uns sind. Und ich habe 30 Fragen für den Nano vorbereitet, von Charakteren, Welt bis hin zu Marketing, wo jeden Tag eine Frage gestellt wird, die man dann halt im Discord beantworten kann oder halt auch mit selbstgemachten Templates auf sozialen Medien. Und wir schreiben rein in den Nano am 31. ab 21 Uhr machen wir einen, da wie Rayo schon sagt, einen Nano-Kick-Off in den Nano rein. Das hört sich super an. Hatu ist ja auch schon eingetragen. Eli ist eingetragen. Alle voll motiviert. Hochgradigst motiviert. Ja, fast. Eli, er ist eher so niedergradigst motiviert. Ja, ach ja. Ja, mal gucken. Wir kriegen sie noch motiviert. Ja, bestimmt. Motiviert. Wenn sobald es im Projekt halt dann funktioniert, weil ich merke halt aktuell, wo wir bei dem Thema Vorbereitung sind, dass ich einfach, ich kann nicht plotten. Ich glaube, ich kann es einfach nicht. Also, weil ich merke jetzt, ich wollte jetzt mal plotten, so mit so richtig krassen Charakterbögen und Plotmethoden und Ausarbeitungen und alles Mögliche. Und Hey, wem kann aber ich ich den Link merke. schicken? Ich glaube, ich werde sonst gebannt. Du kannst ihn mir schicken. Und aber ich merke, dass ich nicht vorankomme, wenn ich nicht die Story schon angefangen habe zu schreiben. Also ja, scheinbar bin ich, muss ich das im on the fly quasi mitmachen. Das ist so ein bisschen meh. Weißt du denn, wie Was viel. passt? Oder Kurde, wolltest du was sagen? Oder Sifi? Ich wollte nur Eli sagen, dass sie Post hat.
Ja, Ah, hast okay. du gesehen. Also Kuddel, normalerweise, wenn du, wenn du eine Nano bestreitest, wie bereitest du dich vor? Ich plotte. Also ich plotte ja sehr, sehr hart. Ich mache das ja wirklich so, dass ich halt alles vorbereite, was vorzubereiten ist. Das heißt, ich habe mehrere Charaktersheets. Ich habe den Plotplan fertig, in dem ich halt alles eingetragen habe, in dem ich ein Kapitel-Exposé habe, sodass ich halt einfach nur noch das Ding aufmache. Da steht dann die Handlung in drei, vier Sätzen für das Kapitel, die Anzahl der Seiten, die geplant sind, die Stimmung, die ich in dem Kapitel rüberbringen möchte. Die Beats, die in dem Kapitel passieren, das heißt die drei Hauptmerkmale, was da passieren soll. Ich habe die Uhrzeit vorgegeben, damit ich halt einen logischen Ablaufplan habe innerhalb der Geschichte und damit ich auch weiß, wie hoch ist eigentlich die erzählende Zeit im Sinne von, ne, also was erzähle ich da? Erzähle ich jetzt ein Jahr oder erzähle ich 5 Minuten? Ich habe so ganz grob, ich habe ein Excel-Sheet, in dem ich dann halt immer die Zahlen eingetragen habe. Und was erschwerend bei mir immer dazu kam, ich bin ja im Tintenzirkel und da habe ich immer das Team der No-Matcher geleitet. Hey, Team No-Match, for the win. Da sind wir im Team gegen das Team Bestien angetreten. Und dafür musste ich auch immer eine Excel-Tabelle vorbereiten, in der ich dann die ganzen Makros und alles gemacht habe. So sah meine Nano-Vorbereitung sonst immer aus. Dieses Jahr halt leider nicht, weil ich nicht als Team-Captain antreten kann. Aber ja. Also Und sehr. mein Mann, achso, ja, achso, und schön. Und meine Familie und mein Mann sagen, dass sie mich im November nicht sehen. Das war meine Vorbereitung. Ich finde vor allem den letzten Punkt finde ich ziemlich spannend. Ja. Und ansonsten hast Immer. du scheinbar sehr, also wirklich, wirklich sehr, sehr viel geplottet. Wo genau hast du denn das gelernt, das mit den Plotten? Also erstmal Learning by Doing. Ich habe, früher war ich Discovery-Schreiberin. Das heißt, ich bin eine entdeckende Schreiberin gewesen. Ich habe einfach losgeschrieben, weil ich eine Idee hatte. Und irgendwo bin ich angekommen. Meistens auf dem Weg irgendwo verloren gegangen, aber zwischendurch habe ich dann auch mal wieder den Faden gefunden. Aber irgendwann bin ich halt zu einer Agentur gekommen und die haben doch tatsächlich von mir verlangt, dass ich den gefälligsten Exposé mit allen Wendungen und Plot-Sachen schicke. Und ich dachte, okay, dann muss ich das halt mal anfangen. Und ich habe mir damals im Internet sehr viele Sachen angeguckt. Dann habe ich vor 2 Jahren oder angefangen bei Audible zu schreiben und die verlangen tatsächlich ein sehr, sehr hartes Plotten. Und das hat nochmal so einen Schub bei mir gegeben. Und seitdem arbeite ich halt wirklich mit dieser extremen Tabelle, in der ich die Beats vorgebe, in der ich den Fokus vorgebe, die Motivation und so weiter und so fort. Und ja, also richtig gelernt im Sinne von, ich habe das an irgendeinem Buch oder so. Nein, ich habe es mir einfach selber beigebracht durch verschiedene Workshops, die ich mal bei Pan zum Beispiel besucht habe. Da gab es mal eins zum Thema Heldenreise und die Dreiaktstruktur und so weiter. Ist halt einfach, ja. Das Problem ist immer, für mich ist das inzwischen schon so verinnerlicht, aber ich bin halt auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Also für die, die mich hier nicht kennen, ich bin seit über 15 Jahren Autorin und das ist halt, für mich ist das verinnerlicht. Wenn euch was unklar ist, wenn ich irgendwas sage, was nicht jedem im Chat bekannt ist, schreit bitte. Ich erkläre das gerne. Zum Beispiel Pan könntest du noch mal erklären. Das ist ja ein Netzwerk von Fantastikautorinnen, Genau. oder? Genau, das ist das Fantastik-Autorinnen-Netzwerk e.V. Das ist ein Verein, der kümmert sich um die Belange der Fantastik innerhalb der Literatur. Die Ziele sind relativ einfach gestaltet. Man möchte die Fantastik einfach voranbringen. Es gibt leider Gottes immer noch dieses doofe Ansehen in Deutschland, dass Fantastik ja so ein Nischending ist, was nur von Nerds und Geeks bedient wird und nicht von normalen Literaten. Und das ist mit einer der blödesten Vorurteile, die ich jemals kennengelernt habe. Und Pan ist unter anderem dafür da, um genau das zu tun und halt auch die Fantastikautorinnen überhaupt zu fördern. Das heißt, durch eine bessere Vertretung zum Beispiel in anderen Vereinen. Unsere frühere ehemalige erste Vorsitzende, die Lena Falkenhagen, ist mittlerweile im Verband Deutscher Schriftsteller, also im VS,
die Vorsitzende und vertritt dort halt auch unter anderem mit die Interessen von allen, logischerweise. Aber sie hat natürlich auch die Fantastik mit auf dem Schirm, weil für die Liebesromanautorinnen gibt es Delia, für die Krimi-Autorinnen gibt es das Syndikat. Für die Fantasten gab es halt einfach nichts. Und jetzt gibt es etwas. Ja, das. Und jetzt gibt es halt Pan. Und es gibt mittlerweile auch ja, Zusammenarbeiten zwischen Delia, dem Syndikat und Pan, um Cool. halt eben alles gemeinsam zu bestreiten. Das heißt, sowas wie die Urheberrechtsdiskussion als Beispiel. Dass Entschuldigung, halt ich habe die, ja, einen ich. Plot-Bunny. Ich habe einen Plot-Bunny. Okay. Schreib's auf. Hast du gerade irgendein fantastisches Syndikat mit Nein, ich Liebes? denke. Pan, Delia und das Syndikat. Und ich denke mir so, alles klar, die drei Mafia-Bosse, die deutsche Literaturszene an sich reißen wollen, passt. Ja. Do it. Schreib's auf. Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, wenn es so eine Kurzgeschichte ist. Also von daher. Ja, also wie gesagt, und dieser Zusammenschluss sorgt halt dafür, dass, oder diese Zusammenarbeit, es ist ja kein richtiger Zusammenschluss, diese Zusammenarbeit sorgt einfach dafür, dass die Fantastik immer besser aufgestellt wird. Und in Frankfurt und in Leipzig auf der Buchmesse und auch auf der Buch Berlin zum Beispiel gibt es halt immer Stände, wo die Autorinnen einfach ganz entspannt sich mal die Füße für 5 Minuten entspannen können. Was auch ein sehr großer Vorteil ist, ehrlich gesagt. Allein dafür bin ich schon Mitglied. Okay, das hat genau, dann das war ziemlich spannend. Guter Exkurs zum Danke. Thema Netzwerke, finde ich. Ja. Gehen wir zurück zum Thema Vorbereitung auf den Nano. Steffi, wie sieht es bei dir aus? Ich plotte ganz viel. Gerade die letzten 2 Wochen habe ich sehr intensiv verbracht. Ich habe vor dem Stream noch ein kurzes Meeting mit einem sehr guten Weltenbauer gehabt und der mir meine Karte nochmal in Klimazonen eingeteilt hat und mir erklärt hat, wie, wo wäre eine Wüste, wo wäre eine etwas fruchtbarere Gegend und was ihm sehr viel geholfen hat, ist, dass ich ihm direkt sagen konnte, da und da sind die Kontinentalplatten geplant, dies, das und jenes und ja, das, ich plane und plotte Houston sehr, sehr Street View viel und feiert ich den versuche auch 5 Uhr in der gerade, Rosselburg. Feiert es wird eine mit Trilogie Gopnik-Dance. Ich werden schmeiß für das den fix Nano, rein. eine LUL. High-Fantasy-Trilogie Du und ich schreibst versuche. alle drei im Nano, oder? Natürlich, alle weg. Nein, Sehr gut. ich plotte im Prinzip gerade alle drei schon ein Stückchen hinweg, weil ich halt beim Vorausblicken gemerkt habe, dass wenn ich das so lasse, wie das aktuell ist, verrecken mir alle im dritten Band und das will ich nicht. Es Und wäre das auf war jeden so. Fall ein spannender Könnte Plotwechsel. gut Also. sein. Ja, aber ich dann. Es könnte krepiert sein. Das schaffe ich emotional nicht. Das schaffe ich emotional nicht. Dann heule ich den dritten Band nur. Deswegen habe ich erst nach vorne geguckt und dachte mir so, oh verdammt, und jetzt bin ich am Zurückrudern und muss noch ein paar Sachen in den ersten Band einflechten, damit es am Ende wieder rund wird. Also ich plotte sehr, sehr krass. Ich habe das Trello-Board zu Zephys Fantasy-Reihe gesehen. Sie plottet wirklich sehr krass. Das ist aber eine Also, Pentalogie. Das ist eine Pente. Das sind 5 Bücher. Das ist ja, natürlich okay, nochmal ein ganz anderer Maßstab. aber so im Vergleich zu den Trello-Boards, die ich habe, war das schon. Ja, ich bin jetzt schon überfordert mit meinen, weiß nicht, 10 Karten, die ich da habe. Und sie hat 10.000 100. gefühlt. Ja, das Coven-Trello-Board, das darf man wirklich nicht als Maßstab nehmen. Was ist Trello? Das ist eine Online-Software für Projektmanagement eigentlich. Ich habe sie ursprünglich Genau. über die Firma kennengelernt. Darüber gibt es sie eigentlich. Die ist für Ein gemeinsame Kanban-Board. Projekte von Menschen. Es schimpft sich im Fachjargon ein Kanban-Board. Genau. Genau. Daher kommt das. Und genau, und die auf Trello, das ist kostenlos, da kann man sich halt registrieren. Das ist halt eine Online-Plattform. Und du kannst dort mehrere Menschen theoretisch auf dieses Board einladen, wenn du da Bock drauf hast. Wenn du alleine plottest und für dich alleine schreibst, kannst du es aber auch sehr gut benutzen. Du hast quasi ein Board, wie so ein Whiteboard. Hast dann eine Liste, der kannst du eine Überschrift geben. Und in diese Liste kannst du Karten bappen. So, und da kannst du halt ganz viele Listen anlegen, zum Beispiel die Liste Charaktere. Und dann machst du eine Karte für den Charakter so und so. Und in diese Karte kannst du Anhänge reinpacken, da kannst du Verlinkungen reinpacken, da kannst du Texte reinpacken, da kannst du Kommentare reinpacken. Und hier kannst du. Und Checklisten reinpacken, die kannst du farblich hinterlegen. Genau, du Also. kannst den
Karten Farben zuordnen. Wenn du zum Beispiel sagst, Charakter ist tot, dann ist er rot oder was auch immer. Es ist ein sehr praktisches Tool. Und jetzt lasse ich Arthur mal kurz das Wort für den Raid. Hi. Kerstin, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen an alle. Wir reden gerade über das Thema, wie man für den NaNoWriMo plottet. Und wenn ich schon dabei bin, danke ich noch einmal Josh für den Sub. Und eigentlich müsste ich noch ganz vielen anderen Leuten danken. Ich glaube, das mache ich am Ende des Streams, weil sonst wird es, glaube ich, zu viel. Herzlich willkommen an alle neuen Leute. Setzt euch dazu und ja, lauscht gespannt, stellt Fragen und schreibt auch gerne eure eigenen, wie ihr euch vorbereitet, gerne auch in den Chat. Müller-Steffi fragte noch eine Liste hier, Kapitel und Charakter. Jein, ich persönlich, das bleibt jedem selbst überlassen, wie du es machst. Du kannst deinen kompletten Plot zum Beispiel auch in eine Karte packen. Wenn du hast halt einmal feste Kommentare, die du halt auch als logischerweise Admin deines eigenen Boards löschen kannst, aber du hast halt auch oben eine Beschreibung. Und da kannst du halt jederzeit was drin verändern. Du kannst aber auch, wenn du Bock hast, für jedes Kapitel eine Karte nehmen und die dann nachher hin und her schieben, falls du mal sagst, ah, diese Storyline muss ich jetzt aber um jeweils ein Kapitel nach oben verschieben. Und dann kannst du halt hin und her wappen damit. Aber gerade sagen, ich habe bei mir jetzt immer, ich habe mittlerweile ein festes Muster auf die erste Karte, also dieser erste, ich nenne es jetzt mal Reiter, also dieser erste Reiter ist halt Charaktere. Dann kommt Band 1, Notizen zu Band 1. Und dann das Manuskript, weil man kann halt Trello auch im Prinzip als eine Art Cloud benutzen, wo du Sachen hochladen kannst. Das heißt, du hast immer sofort eine Sicherheit für dein Manuskript. Falls irgendwas am Rechner abraucht, dann findest du es da immer wieder. Und dann habe ich halt wirklich Band 1 und dann alle Kapitel runter in diesen einzelnen Karten und dann geht das halt so durch. Und dann hinter dem Buch, also hinter dem Plot der einzelnen Bücher, ist dann halt Welt, Wesen, Besonderheiten, was auch immer. Magie. Ja, also ich nutze so ein bisschen Trello. Ich bin noch nicht so ganz warm damit geworden. Aber ich habe es auch gleich quasi. Die ersten beiden Reiter sind bei mir Charaktere. Die habe ich so in zwei verschiedene Gruppen. So ein bisschen so quasi Protagonisten und Nebencharaktere. Dann einen Reiter für die Orte, für generelle Ideen, für Quellenangaben oder so, falls ich das brauche, weil ich halt sehr viel mit quasi Wikipedia-Artikeln zu meinen Spielorten oder sowas arbeite, weil es halt in unserer Welt spielt, was anstrengend ist. Mm. Oder halt ein extra Reiter für mein Magiesystem, für Personenkonstellationen, für... Ich habe einen Reiter, der sich einfach Namensdump nennt, weil ich immer noch für einen Charakter keinen Nachnamen habe, wo ich jeden möglichen Nachnamen, der mir einigermaßen gefällt, einfach da hingelegt habe. Und einfach eine lange Liste von der gleichen Person mit verschiedenen Nachnamen. Ich habe sie gesehen, sie sah sehr witzig aus. Ja, ich hab sogar, da bin ich ein bisschen eskaliert, ich habe für jeden wichtigen Charakter, und das sind 6 Stück, habe ich jeweils einen Reiter, den ich Kleiderschrank nenne, wo für jeden Charakter Bilder, Referenzbilder für den Klamottenstil drin ist. Okay, das ist krass. Das ist geil. Also so tief plotte nicht mal ich. Ja. Aber ich hatte auch mal einen Krimi, da habe ich mir einen Stadtplan mit Postleitzahlsystem gezeichnet. Also wenn ich plotte, dann eskaliere ich auch wirklich. Alles klar, das erklärt aber auch, warum du nicht vorankommst. Ja. Wobei ja. Das halt echt cool war. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich mag ja. Aber Ausrede. Ah, ich habe es aber auch gebraucht, tatsächlich, hier und da. Ah, wir planen, also wir wollen den Leuten ja gerade erzählen, wie man sich auf ein Nano vorbereitet. Und so schön und gut so eine Aus Vorbereitung auch ist. Ja. Aber... Wenn ihr sowas plant, dann nehmt etwas mehr Zeit als einen Monat vorher mit der Vorbereitung anfangen. Dann fangt wirklich so 3 Jahre vorher an, wenn ihr so intensiv plottet, wie Eli das für ihre Romane tut. Naja, das Problem ist, ich halte mich halt gerne an Kleinigkeiten auf, aber dafür, ich habe halt keinen Handlungsplot, dafür habe ich halt sehr viel so Krimskrams-Plot gedrückt. Also was wie halt ein Postleitzahlsystem. Aber ich hatte keinen Plot für diesen Roman, was halt dann auch ein Problem war. Das ist schwierig, weil ich mich verlieren würde. Ja, ich glaube, das, was Kuddel sagt. Ja. Also, bezehrt von der Erfahrung eines alten Jedi-Meisters.
drei Jahre plotten, nein, aber FP mal als Beispiel, Matthias zum Beispiel, also Erelgor, der hat fast 15 Jahre an seiner Welt gearbeitet. Er hat nicht die ganze Zeit durchgängig geplottet und dann, aber er hat 15 Jahre, ich kann den Namen seiner Welt nicht aussprechen, aber Erelgor. Jukabayan. Jubaljan, ne? Jukabayan. Jukabayan war es, okay, das war's. Und diese 15 Jahre, das merkt man der Welt heute extrem an. Der kann ja wirklich einfach sagen, ich gehe jetzt nach da, da wohnen die und die und die leben so und so. Das kann der halt aus dem FF, aber das ist einfach, wenn du 15 Jahre dich vorbereitest. Jetzt ist die große Frage, wollt ihr das wie Matthias machen und erstmal 15 Jahre lang etwas vorbereiten, was ihr dann schreibt? Matthias hat damit wirklich sehr großen Erfolg und das ist sehr, sehr gut, was er da aufbaut. Der erschwerende oder bessere Vorteil ist auch noch, ihr könnt jetzt 15 Jahre in eurem Bootjob einfach Geld verdienen, um euch dann halt diese brotlose Kunst des Autorendaseins zu leisten. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet euch wirklich nur auf den Nano vorbereiten, dann macht es nicht ganz so intensiv. Mhm. Oder fangt halt früher an, als, wie gesagt, so einen Monat vorher. Ich muss dazu sagen, das Nano-Projekt, was ich jetzt anfange, habe ich das erstmal 2018 für den Nano angefangen und habe es probiert. Und bin gescheitert. Ich habe das Projekt, ich habe die 50.000 geschafft, aber ich habe es danach abgebrochen. Weil ich gesagt habe, das packe ich nicht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich diese Welt richtig ausarbeitet kriege und dass ich das so rüberkriege, wie ich das möchte. Und ich habe Anfang des Jahres zum Camp im April mir meinen Text in die Hand genommen. Ich musste sehr lachen und dachte mir so, okay, die letzten Jahre hast du doch ein bisschen was gelernt. Habe das komplett auseinandergedröselt, neu in Kapitel verpackt, neue Sicht hinzugefügt, die Welt weiter ausgebaut, Charakterbögen weiter ausgebaut, habe hier Gebäude, wie ist es vor dem Krieg, wie ist es nach dem Krieg, wie ist dies, wie ist das, wie ist jenes. Das habe ich im April innerhalb von 2 Tagen gemacht. Fragt nicht, ich hatte eine leichte Desillusionierung dieser Welt. Zu sehr in die Projekte reinhängen ist nicht gut. Und habe jetzt halt im Oktober weitergemacht und Weltkarte sowas noch gemacht, damit ich halt weiß, weil meine Charaktere im ersten Band von A nach B reisen und ich ungefähr wissen möchte, wie A und B vom Klima her sind. Deswegen mache ich jetzt noch die Weltkarte. Und dieses Weiterdenken als nur Band 1, was jetzt dafür sorgt, dass ich ein bisschen Zeitdruck kriege. Ich denke, diese Vorbereitung, also zum Beispiel mein Beispiel von, wenn wir bei Matthias bleiben, er hat ja 15 Jahre lang in der Welt gearbeitet und schreibt jetzt, ich glaube, es sind 13 Bände geplant, 13 Bücher. Naja, das ist das, was er aktuell in Vorbereitung hat. Geplant sind theoretisch unendliche Sachen. Er hat ja drei Trilogien und dann die Elbenstifte sind jetzt schon, also das ist das, was geplant ist nur. Mhm. Aber es sind halt noch sehr viel mehr möglich. Richtig. Und bei Sefir, du schreibst ja eine Pentalogie. Ja, das ist aber nicht für Nano. Okay. Na, aber du... Stimmt, wir bereiten uns ja auf den Nano vor. Genau. Deswegen gibt Nano nur High Fantasy bei mir. Okay. Wo du dann nicht so viel plottest. Weil meine Pentalogie Band 1 gerade bei den Testlesern ist bis Mitte Dezember. Und es das erste Mal ist, dass mein Text bei den Testlesern ist und ich Band 2 nicht überarbeite, bevor ich dieses Feedback habe, damit ich das Feedback der Testleser direkt in Band 2 in der Überarbeitung, die Rohfassung ist schon fertig, direkt mit einfließen lassen kann. Deswegen gibt es jetzt ein anderes Projekt, weil daran kann ich gerade nicht arbeiten. Da sind alle Stellschrauben gesetzt. Deswegen gibt es jetzt so, oh guck mal, ich habe da noch ein High-Fantasy-Projekt, weil die Dystopie kann ich gerade nicht anfassen. Dystopie will gerade keiner. Ja, okay, naja. Ja, da ist was dran. Aber zurück zum Nano. Klar, wenn man für den Nano schreibt, dann anfängt, dann müsste man eigentlich soweit sein, dass man schreiben kann. Wenn man noch plotten muss, dann muss man noch plotten. Dann kann man noch nicht schreiben. Irgendwie obvious, jetzt wo ich es ausspreche. Ja, also man kann halt auch schreiben, ohne dass man plottet, aber man müsste zumindest eine ungefähre Richtlinie haben. Also es gibt ja einmal die Plotter und es gibt die Pantser oder Discovery-Schreiber, je nachdem, wie man sie halt benennen möchte. Und je nachdem, was man halt ist. Ich kenne auch genug Leute, die einfach im Nano gesagt haben, weil ich will irgendwas mit Drachen machen. Und das soll eine Anspielung auf die Serie 50 Shades of Grey sein, keine Ahnung, irgendwas. Okay. Okay, auf die Filmreihe. So. Ah, ja.
Ich dachte gerade auch so. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das ausgearbeitet wissen möchte. Das Schlimme ist, ich denke mir, ich ziehe mir gerade irgendwas aus den Gedanken raus. Also ja. Genauso gut könntet ihr halt auch sagen, geil, ich möchte irgendwas mit Wehrwesen machen, die auf der Serie Leverage basieren. Halt irgendwie so Heist-Plot, so einen klassischen Heist-Plot, wo einfach mal alles mit Wehrwesen gemacht wird oder mit Geistern oder ähnliches. Und du hast einfach keinen Plan, wohin dich deine Story führt, aber du schmeißt da jetzt einfach mal einen Wehrbär, einen Wehrwolf, keine Ahnung, Wehrfee oder irgendwas zusammen rein und lässt die einfach mal losziehen und hast keine Ahnung, was passiert, wenn du mit denen lostigerst. Also gibt genug Leute, die das halt einfach machen. So habe ich meinen ersten Band geschrieben. Also, siehst du? Ich habe angefangen und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie, also ich habe angefangen erstmal Papier zu schreiben, habe es dann aufgeschrieben, auf dem Computer abgetippt. Das ging bei mir recht gut. Dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr zu plotten. Quasi schon mal einen Satz pro Kapitel, damit ich weiß, was ich in den nächsten Abenden so niederschreibe. Und das hat funktioniert. Und wenn man genug Zeit im Nano hat, ich denke, es geht auch darum, wie viel Zeit man hat zu schreiben, dann kann man auch ein Projekt niederpensen. Niederpensen finde ich auch geil. Runterpensen. Ja. Genau, ich finde, Zeit ist auch ein wichtiger Faktor. Wenn man alles durchgeplant hat, alles durchgeplottet, dann kann man es relativ schnell schreiben. Wenn man beim Schreiben überlegen muss, braucht man mehr Zeit zum Schreiben und muss sich entsprechend im Nano mehr Zeit einplanen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was bei Ellie gerade nicht so sehr funktioniert, dass das Planen, wann man schreibt. Oder zumindest Zeit schaffen, zumindest wissen, dass man an dem Tag, vielleicht weiß man noch nicht, bei dir ist es ja schwierig, du weißt noch nicht, ob du abends arbeitest oder morgens, aber dass du zumindest weißt, irgendwo ist da Zeit, ich kann da irgendwo Zeit reinquetschen zum Schreiben. Auch wenn man nicht immer gleich gut schreiben kann. Es gibt ja Leute, die können morgens besser schreiben, abends besser schreiben. Wenn man die Freiheit hat, sollte man das entsprechend so legen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt, so finde ich, Zeitplanung. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich könnte sowieso morgens schreiben. Das geht halt eigentlich immer, aber dann ist halt so, will ich früh aufstehen, um viel zu schreiben, weil ich brauche halt für 1600 Wörter halt schon eine Weile. Ich könnte auch auf Arbeit schreiben. Aber dann muss ich damit pokern, dass keine guten Kollegen da sind, mit denen ich die ganze Zeit nur rede. Und ja, schwierig. Nee, aber ein guter Plot, wenn du da gut vorbereitet bist, das ist dann halt wirklich irgendwie, das ist nur noch runterschreiben. Du hast da deinen Leitfaden und den schreibst du runter und machst ein bisschen, hier ein bisschen Natur, das ein bisschen Wald, das ein bisschen Stoff, das ein bisschen Glitzer und das Kapitel ist fertig. Ja, ich wäre gern so ein krasser Plotter, aber irgendwie, ich glaube, das wird einfach nichts. Also vielleicht irgendwann mal, aber ich habe jetzt zumindest eine Methode gefunden, die mir relativ gut gefällt, die offen genug ist, dass ich zwar weiß, wo ich hin muss, aber halt noch genug Freiheiten habe, weil mein Problem bei Plotten ist halt immer dieses, ich weiß halt schon, was passiert, warum muss ich es dann noch aufschreiben? Und deswegen aber, ja. Ja, mal gucken. Nicht nur die beiden Extremen. Ich glaube, man muss, wie gesagt, wir alle müssen es gibt ja auch die Plänzer. Genau. Ja. Das ist ja das Schöne. Man hat ja heutzutage nicht nur das eine oder das andere, man hat nicht nur hell und dunkel, man hat halt auch dieses gräuliche Dämmerungsding. Und Eli ist vielleicht eine Dämmerungstante. Das ist, ist dann halt einfach so. Ein Twilight Writer. Ja, mal gucken. Also früher war ich immer so die Nachteule. Da habe ich immer so nachts so gegen 1 Uhr immer gut geschrieben. So Schreibnachten waren genau meins. Boah, nee. So im Schreibnachtforum. Aber so langsam merke ich, wenn ich es schaffe, um 8 Uhr am Schreibtisch zu hocken, an meinem PC oder meinem Laptop, dann funktioniert es auch. So den kompletten Tag über. Aber wenn ich dieses Zeitfenster verpasse, dann schwierig. Gib mir deine Handynummer, das kriegen wir hin. aber genau, weil dann ist das Problem, wenn ich erst Feierabend um 22 Uhr habe, habe ich halt vermutlich keine Lust, dann morgens super früh aufzustehen. Aber das halt auch keine Lust, egal. Zu schreiben. Das Oder ist mir egal. Oder ruft dich um 8 Uhr an, wenn sie den Stream startet und sagt, Eli, ran da. Du musst ja dann vorher anrufen. Ja, das kriege ich hin. Ich muss ja vor 8 Uhr aus dem Bett fallen, damit es funktioniert.
Wir können das ja ganz einfach machen. Ich wurde letztens angefragt, ob ich nicht zusammen mit jemandem Coworking machen möchte, weil sie selber will nicht streamen. Und dann hatte ich halt vorgeschlagen, dass ich sie ja dann ab und zu mal, wenn sie dann vormittags Zeit hat, mit dazu nehme, weil sie halt jemanden braucht, der sie tritt. Eli! Ich habe wohl schon mein Coco-Working mit Eili, das so unfassbar Na? produktiv funktioniert. Ja, eben nicht. Deswegen. Ihr braucht mehr Motivation. Ich muss sagen, ich Gott sei Dank nicht. Ich habe Rayu. Ich brauche keine Motivation. Ja. Nee, ich habe Um tatsächlich Lust auch, geht es nicht, ja. wenn ich so überlege, ich habe mein einziges fertiges Manuskript von 2015 habe ich tatsächlich in Coworking mit einer damaligen Freundin geschrieben. Das hat tatsächlich Ja. gut funktioniert gehabt. Und das habe ich, glaube ich, in irgend. Ne, wobei, das habe ich, glaube ich, in zwei Camp Nanos geschrieben gehabt. Ich glaube, April bis Anfang August oder so habe ich dafür gebraucht. Und da habe ich eigentlich auch nur geplanzt. Das habe ich immer so von Szene zu Szene, wusste ich ungefähr, was passiert und habe mir das dann notiert und mehr halt auch nicht. Ja, aber schlussendlich ist das ja schon Ja. relativ. Also wenn du, oder hast du das immer quasi am Ende einer Szene, hast du dir die nächste so grob ausgedacht oder hast du das schon vorweg gemacht? Ich habe mir quasi einfach unten ins Dokument halt reingeschrieben, okay, das sind die Ideen, die ich halt gerne in den nächsten Szenen halt drin hätte. Da und da geht die Reise hin und das war's dann. Das hab ich, gut, jetzt ein paar Pyros kann ich halt an der Seite in die Notizen reinmachen. Das geht dann. Ja. Stimmt, das stimmt. Deswegen, vielleicht bleibe ich doch einfach bei dem System, weil es hat ja funktioniert bisher, aber ich kam halt bei den Projekten nie über den Midpoint quasi. Ja, deswegen, vielleicht brauche ich ja dann, vielleicht muss ich einfach meine Enden halt mehr plotten. Da ich halt weiß, wo das Ende ist. Man kann ja auch Ich habe gerade Anfang, Enden Mitte und verstanden und ich dachte, Ende. was für ein Projekt hat sie mit Natnat Enden? Oh. Es tut mir leid, ich habe Ja. es gerade falsch verstanden. Ich meine, Enden. was auch möglich ist, Anfang, Mitte und Ende plotten, also wirklich nur die drei Szenen quasi, so dass den Anfang, wo es halt losgeht, wo irgendwas passiert, das Ende, was die Auflösung ist und irgendeinen dramatischen Höhepunkt. Und ich glaube, das ist so das Minimum, was man an Plotten machen kann. Schätze ich. Genau, also wenn enden, hat sie gesagt, Raju, nicht enden. Ich kann halt nicht reden, ich kann besser schreiben als reden. Tatsächlich ist das Beste, was man halt machen kann, wenn man anfangen möchte zu plotten und einen Plan sich zu machen, ist sich ganz grob die Dreiaktstruktur anzugucken, die im Theater verwendet wird. Das ist genau das, was ihr jetzt quasi genannt habt. Es gibt dann halt den ersten Wendepunkt, dann gibt es den Midpoint und es gibt den zweiten Wendepunkt. Der zweite Wendepunkt ist nicht das Finale, das ist ganz wichtig. Ihr habt halt wirklich ungefähr nach einem Drittel, Quatsch, einem Viertel, noch einem Viertel. Und also man teilt es eigentlich in vier Teile auf, aber es sind halt drei Akte schlussendlich, weil halt immer ein Punkt, ist es kompliziert. Aber der erste Wendepunkt ist halt dieses no, The Point of No Return. Das heißt, der Held kann jetzt nicht mehr umkehren. Der Midpoint ist, alles ist gut, aber. Das ist halt immer das Schöne daran. Da denkt man immer so, oh, man hat jetzt ein bisschen was Ruhiges. Du hast halt diese zweite Welle. Also man kann sich das halt auch so wellenförmig vorstellen. Die erste Welle ist ganz nett, es ist okay, aber es gibt halt jetzt keinen Weg mehr zurück an Land. Die zweite Welle ist schon so, ui, okay, aber es geht gerade wieder runter. Und dann kommt der zweite Wendepunkt. Da ist halt wirklich der Punkt, an dem es, also der schwärzeste Punkt für die Hauptfigur. Das Schlimmste, was ihr eurer Figur antun könnt, und dann stopft ihr da einfach noch mal ein bisschen Zunder oben drauf und zündet das noch mal an. Und dann habt ihr in etwa das, was ihr machen müsst, um halt am zweiten Wendepunkt eure Figur zu quälen. Und von dort aus plant ihr dann das Finale. Weil sozusagen diese tiefste Höhle in der Heldenreise ist das halt immer so die tiefste Höhle, der tiefste Punkt von der Figur. Von dort aus müsst ihr dann halt wieder aufwärts gehen. Aber dieses ganz simple, The Point of No Return, alles ist gut, aber dunkelste Höhle, also tiefster Punkt. Das sind die drei Punkte. Wenn ihr die habt, von dort aus könnt ihr euch dann weiter auffächern. Dann macht ihr nämlich aus den, überlegt ihr euch, wie viele Kapitel ihr grob haben möchtet und macht dann halt die Punkte an den jeweiligen Stellen hin. Und dann wisst ihr, okay, davor kommen fünf Kapitel. Was brauche ich, um an diesen ersten Wendepunkt zu kommen? Was muss passieren? Wie muss mein Charakter handeln? Wie muss mein Charakter sein? Oder wenn ihr schon euren Charakter habt, guckt euch an, was muss halt, also wie muss er sich wo entscheiden, damit das funktioniert. Und dasselbe halt mit den anderen Sachen dazwischen. Ja, und auf Das habe ich dieser jetzt. Dreiakt-Sache,
strukturbasierend ist jetzt die Struktur, die ich für den Nano mal testen wollte. Und zwar, die ist von einer YouTuberin. Und das ist die 3-Akt-9-Block-27-Kapitel-Outlining-Methode. Weil das dann quasi diese 3 Akte halt nochmal in einzelne Blocks unterteilt, was dann 27 Kapitel halt ergibt. Warte, ich kann die mal... Entschuldigt, aber ich muss ganz kurz einmal aufs Klo. Ich kann mich sonst gar nicht mehr konzentrieren. Wir machen das schon. Alles ja, wir übernehmen. Wir reagieren. Und weil die war auch ganz gut. Mein Problem ist, glaube ich, immer, dass ich, wenn ich eine Idee habe für ein neues Projekt, immer so viele Ideen schon habe, die nicht in so eine Struktur reinpassen. Das habe ich jetzt dieses Mal gemerkt. So, ich wusste schon ungefähr, wo es hingeht, aber ich habe es nicht hinbekommen, das in einzelnen Punkten zuzuordnen. So, ich wusste halt nicht, okay, was ist denn jetzt mein inciting incident? Was ist mein darkest moment? Was ist jetzt genau mein, weiß nicht, da gibt es auch Sachen wie weiß nicht, alte Welt, Juxtaposition, so. Ich konnte das nicht auf meine Story transferieren und das ist, glaube ich, das, was ich noch üben muss. Aber ja, das denke ich auch. Das ist halt die Analyse, die du nachher in deinem eigenen Text hast, weil du musst das ja selber interpretieren. Also manchmal ist es halt auch so, dieser dunkelste Punkt, der muss nicht unbedingt sein, dass er mit einem abgetrennten Arm irgendwo verreckt oder ähnliches. Das kann halt auch was Emotionales sein. Das kann etwas sein, was ihn vor eine Wahl stellt, wo er sich nur für Pest oder Cholera entscheiden kann. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dort wirklich den dunkelsten Punkt zu markieren oder halt auch diesen Aufbruch. Manche setzen den Aufbruch gleich ins erste Kapitel, anstatt halt erst im dritten oder sowas. Also die machen halt erst was Erklärendes. Und den Aufbruch in die neue Welt sozusagen erst, kannst du auch ganz am Anfang, wenn du zum Beispiel so ein Verfolgungsjagd am Anfang, ist immer ein gutes Ding, um zu sagen, oh, wir starten mal mit einer Welt, die wir nicht erklären und wir schicken jemanden in eine Verfolgungsjagd. Ist halt auch schon mehr oder minder Aufbruch in eine neue Welt, je nachdem, wie du es halt definierst. Es ist halt nicht immer das, was es... also man muss diese Beschreibung nicht wortwörtlich nehmen, sondern man muss sie halt für sich interpretieren. Und wenn du diese Interpretation dann in deinem Text rumbringst, dann ist es halt das Richtige. Ich finde es mal mega interessant, diese Sachen zu hören, weil ich habe mich noch nie mit Plotmethoden auseinandergesetzt. Ich habe mich noch nie mit solchen Strukturen auseinandergesetzt. Ich weiß... Bei der Plotting-Phase, wo fängt es an, wo geht es hin, was ist wichtig? Wie gesagt, bei dem Projekt jetzt war das halt nicht so, weil das war vor 3 Jahren und ich war ein Kack-Noob. Ich war noch noobiger als jetzt. ich bin einfach gespannt, ob wenn meine Testleser das wiedergeben, ob sie mir da sagen können, ja, das und das und das muss noch gemacht werden, weil ich halt einfach mir denke so, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das im Gefühl... Ich weiß es nicht, ich bin jetzt verunsichert. Halte da mal was in. Ich halte mal was hoch. Das ist nämlich 20 Masterplots, die Basis des Storybuildings in Roman und Film. Dieses Buch ist eigentlich für Film. Genau. Das sind 20 Masterplots, wer ihn überrascht ist. haut mal eine Zefi, sie redet schon wieder so schlecht. Ich rede nicht wieder so schlecht. Also dieses Buch tatsächlich bietet euch die Möglichkeit zu analysieren, was für eine Art von Plot ihr habt. Ich lese einfach mal ganz kurz vor, was da für Masterplots existieren. Es gibt den Masterplot der Suche, das Abenteuer, die Verfolgung, die Rettung, die Flucht, die Rache, das Rätsel, die Rivalität, der Underdog, die Versuchung, die Metamorphose, die Verwandlung. Ja, das sind unterschiedliche, nicht wundern. Die Reifung, die Liebe, die verbotene Liebe, das Opfer, die Entdeckung, die Grenzerfahrung, Aufstieg und Fall. Und es wird in diesem Buch wird tatsächlich sehr, sehr stark analysiert, was gehört in welche Art von Plot. Es kann auch mal sein, dass ihr zum Beispiel mehrere von diesen Masterplots in einer Geschichte habt, wie zum Beispiel die verbotene Liebe und den Fall. Das kann halt beides mit drin sein, wenn ihr halt eine verbotene Romeo und Julia. So ein typisches Ding für verbotene Liebe und Fall. Also, weil halt am Ende alles kacke. Das ist doof. Ich wollte sagen, ich glaube, ich habe sowas so das Geheimnis oder so. Da sah ich mich jetzt schon bei einem Nano-Projekt gerade so, ja, okay, sie hat den Plot und er hat auch im Prinzip dieses, okay, ja. Ja. Ich glaube, das Buch wäre dann für den nächsten Nano. Also, ich glaube, für diesen Nano wird das knapp, aber. Ich werde mir das auf jeden Fall kaufen. Dann. Ich habe es mir gerade auf die Wishlist geschmissen. Das ist relativ teuer tatsächlich, aber... Ja.
Das ist wirklich gut. Ja, ich habe auch die E-Book-Version auf meinem iPad, weil ich das für den Trachtenroman gucken wollte, was da. Da hatte ich halt auch das Problem, dass ich dann gucken wollte, wie passt meine bisher überlegte Story halt auf so einen Masterplot nicht. Ich wurde einfach nicht fündig. Es hat einfach nicht gepasst und. Ja, vielleicht Naja. hast du ja wirklich mehrere. Das ist, Ja, das das hatte dachte ich ich ja mir schon auch mal. so. Ich war mir halt nicht sicher, ist es jetzt mehr so ein. Dieses Underdog-Ding war es, glaube ich, oder ist es mehr so ein Fluchtding? Oder ist es mehr so ein Fall? Weil alles irgendwie theoretisch drin ist. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass teilweise auch die einzelnen Charaktere ihre eigenen Plots haben können. Auf jeden Und wenn dann Fall, quasi ja. dann, wenn du halt ein Liebespaar hast, die halt gegen, also zum Beispiel Romeo und Julia, die haben halt dann quasi, du hast den Plot von Romeo und Julia, was eben diese verbotene Liebe ist. Du hast aber halt auch dieses Capulet versus Montague, was dann quasi Fall und so ist. Und ich glaube, da hat dann auch so jeder Charakter so seinen eigenen Plot. Und das ist schwierig, finde ich. Ja, aber das ist ja genau das, woran dieses So Buch diese dir dann Art. helfen soll. Ja. Dass sie dich abholt und sagt, okay, du hast einmal diese Merkmale in dem Ganzen und machst das dann halt, also guckst, ob du diese Merkmale abarbeitest in deiner Storyline, in deinem Plot. Und wenn du merkst, okay, ich habe aber viel mehr, dann musst du gucken, wo bist du halt noch mit dabei und dann kannst du dir wieder Inspirationen holen, wenn du selber merkst, irgendwas stimmt an der Handlung nicht und guckst dir einfach an, weil dein Unterbewusstsein arbeitet ja mit dem, was du kennst. Und diese Masterplots sind schlussendlich genau das, was jeder Mensch kennt. Es gibt einfach nicht mehr Grundhandlungen. Es ist einfach so. Es ist alles schon mal da gewesen. Und diese Grundhandlungen, die wir halt haben und kennen, die versuchen wir in den Büchern, in Filmen, in Romanen, in Podcasts oder was auch immer, alles wiederzufinden. Und wenn du selber sagst, okay, irgendwas stimmt nicht, dann sagt dir dein Unterbewusstsein, diese Handlung ist noch nicht vollständig. Und dann kann dir dieser Plot, dieses Buch halt sagen, okay, hast du denn diese Checkpoints quasi auf deiner Storyline abgearbeitet? Oder bringt dich das vielleicht voran, wenn ich dir jetzt sage, beim Fall musst du bla 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 hinzufügen? Und dann kannst du dich vielleicht dafür nur nochmal inspirieren lassen. Also Shoppinggeräusche. Ich Ja. glaube, ich verführe den Eilinger gerade. Mich auch. Hast du ein Zeichen gekauft? Oder was Ja. gekauft? Ich weiß nicht überher. Ich hatte ansonsten bisher immer mit diesem Buch hier geplottet. Ah, das ist so praktisch, dieses Bücherregal. Ist aber auf Englisch. John York Into the Woods. How Stories Work and Why We Tell Them. Das hatte ich bisher immer benutzt. Das hat mir bisher auch ganz gut gefallen. Kann ich auch empfehlen. Ich habe mir die Seiten markiert. Der hat das quasi als so eine Art Fünf-Akt-Struktur dargestellt. Und dann auch so einzelne Punkte, die man abarbeiten kann. Ist dann allerdings recht allgemein gehalten. Fand ich jetzt gut, aber ich finde 20 Masterplots, wo das quasi so ein bisschen spezifischer ist, finde ich sogar noch besser. Deswegen hole ich mir das mal. Weil ich glaube, im Endeffekt ist es ähnlich. Es ist vermutlich sehr ähnlich, all diese Strukturen, nur die haben mal mehr Punkte, mal mehr. Und Ja. ich glaube, das mit den 20 Masterplots ist nochmal so ein bisschen spezifischer und ist dadurch, denke ich, nochmal hilfreicher, als wenn es allgemein gehalten ist. Ja. Ich erfahre das dann, wenn das die Testleser gelesen haben, was ich da habe. Ja, Irgendwie. deswegen, ich glaube, man hat auch so die Plots alle so ein bisschen verinnerlicht. Und ich glaube, man sollte sich, glaube ich, nicht zu viel daran aufhalten, tatsächlich. Ich glaube, einfach mal runterschreiben und halt dann gucken, wenn es passt, passt es halt und wenn nicht, dann Also, es nicht. sind ja auch nur Richtlinien. Das ist so ein bisschen wie mit der Piraten. Wie heißt das? Parley bei Fluch der Karibik. Es sind mehr Richtlinien als alles andere. Aber diese Richtlinien können halt schon helfen, wenn man selber gerade irgendwo feststeckt und man weiß nicht warum. Und man hat jetzt vielleicht, nicht jeder hat irgendwie die Möglichkeit, so wie wir jetzt in unserer Twitch-Bubble, zu sagen: Ja, Kuddel, kannst du mal kurz, irgendwo hänge ich da und ich weiß nicht warum und wo. Und das gibt es halt nicht überall. Und genau für sowas sind halt solche Bücher da, dass man dann sagen kann, okay, dann gucke ich da halt mal nach. Ja, ich glaube auch. Ja. Eine Frage im Chat. Wir Genau. hatten vorhin auch noch die Frage, welche Schreibprogramme wir überhaupt nutzen. Ja, da wollte ich auch Ah gerade drauf ja. zurück. Ja. Fangen wir mal bei Ellie an. Papyrus. Also früher viel Word, dann Papyrus gegönnt und seitdem Papyrus. Okay, Ja. Sophie. Noch Word, weil Papyrus ist teuer.
und ich kriege erst Mitte nächsten Monats mein erstes Gehalt im neuen Job. Das ist so, ich habe Word, das ist gut, das ist okay, damit kann ich arbeiten. Für alles andere geht es dann später weiter. Ja. Ich benutze Word und Papyrus, wobei ich jetzt gerade komplett auf Papyrus umstelle. Ich muss allerdings nochmal zusehen, ich muss mich da noch ein bisschen neu auseinandersetzen, weil ich habe mir das jetzt geholt, die neue Version. Ich hatte früher Papyrus 6 und habe jetzt auf 11 abgedatet. Und da sind halt ein paar Neuerungen dabei. Einfach viele. Ein paar. Und ich muss jetzt halt erstmal rausfinden, wie ich Projekte anlege. Und das kann ich aber erst machen, wenn ich jetzt mal nicht den Zeitdruck habe, den ich aktuell habe, mit meinen 20 Projekten, die ich da gerade abarbeite. Und wenn ich dann mal so einen Tag lang Zeit habe, werde ich mich einfach mal hinsetzen, mir die YouTube-Sachen angucken, weil jedes Mal, wenn ich ein Projekt anlege, legt er mir das in fucking Arial an. Und es gibt nichts Schlimmeres als die Schriftart Arial zum Schreiben. Und ich habe schon alles ausprobiert, um das zu ändern, und es klappt nicht. Es gibt wahrscheinlich einen total einfachen Trick dafür. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden, ja, und mir fehlt gerade die Geduld dafür. Wahrscheinlich in den Einstellungen. Aber ja, deswegen mache ich das. Deswegen mache ich immer den Trick 17,5. Ich habe halt eine Datei aktuell, wo ich dann halt immer drin geschrieben habe. Und wenn ich das fertig geschrieben habe und ein neues Projekt anfange, speichere ich einfach unter dem neuen Namen diese Datei ab, habe dann halt alle Formatierungen, so wie ich sie haben möchte, und lösche den ganzen Text, weil ich habe es ja in der alten Datei drin und kann dann einfach das in den neuen Text reinschreiben. Das geht natürlich auch. Das ist ja, ist halt, ja. Benutze auch Papyrus. Achso, sorry. Ja. Nee. Ups, sorry. Sag du ruhig erstmal. Okay. Ja, ich benutze auch Papyrus. Also ich habe es erstmal nur benutzt, um zu schreiben. Und ich fand die Stil-Analyse cool, wobei man da auch aufpassen muss, nur weil der sagt, das sind Füllwörter, sind das nicht unbedingt Füllwörter, vielleicht braucht man diese Wörter und man braucht ein gutes Selbstbewusstsein, wenn man diese Stil-Analyse benutzt, weil man muss auch sagen können, nee, ich weiß, was ich tue, das Wort gehört so, wie es ist. Und sind auch da wieder nur Richtlinien, das ist halt nach Eschbach, der hat ja dieses System entwickelt. Andreas Eschbach, und der hat das quasi den Papyrus-Leuten zur Verfügung gestellt, verkauft, irgendwie sowas. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich verzweifelt versucht, alles, was da angekringelt war, also als ich es ganz am Anfang damals bei Papyrus 6 hatte, habe ich halt verzweifelt versucht, alles davon wegzukriegen, was irgendwie da war. Total schwachsinnig, weil warum sollte man das machen? Es gibt Figuren, die labern. Die füllen ihre Sätze mit so vielen Füllwörtern. Und das ist einfach, das ist eine Charakterisierung. Das gehört dann halt einfach dazu. Nur weil er das anmarkert, heißt das nicht, dass es richtig ist. In der neuen Version, wenn du drum diese Markierungen machst. Achso, ich weiß nicht, mit welchen Satzzeichen du markierst, wörtliche Rede markierst. Aber mit Anführungszeichen, dann macht er keine Stilkorrektur mehr bei der neuen Version. Echt? Doch. Bei mir nicht. Wenn ich Anführungszeichen irgendwo mache, hört er, dann macht er das nicht. Nutzt du die normalen und oben, nee, unten oben? Ja, oder genau, die kompletten Standard. Also, weil ich nutze mal die Guillemets. Französischen. Vielleicht deswegen. Ja, vielleicht erkennt er das bei nicht. Bei mir macht er das nämlich trotzdem. Also bei mir macht er das tatsächlich im ersten Moment nicht, aber wenn du Trick 17,5, ich habe es nämlich heute gerade wieder festgestellt, wenn du einmal den Duden-Korrektor anschaltest und ähnliches, das ist ja dieses Symbol unten in der Leiste, wenn du das einmal anschaltest, dann ist es plötzlich da. Weil er hat das nämlich für jedes Kapitel, schaltet er das nämlich ständig bei mir aus, warum auch immer. Und wenn ich es dann anschalte für das jeweilige Kapitel, dann ist plötzlich die Stilanalyse auch da. Interessant. Okay, ja, manchmal macht das auch an, aber wenn ich die Anführungszeichen dann nochmal drum mache, dann hat er wieder aufgehört. Also, Schalima meint, man kann das wohl auch einstellen, vielleicht, oder ausschalten. Vielleicht muss man das auch einstellen, irgendwo in den... Aber gut, prinzipiell einfach ein bisschen mitdenken und halt überlegen, ob es Sinn macht, wie er es anstreicht, weil mir geht es oft so, ich benutze relativ viele Wortwiederholungen, aber teilweise nutze ich die halt auch bewusst, wo ich halt einfach in dem Absatz halt jetzt wirklich dann halt dieses Wort halt einfach so wiederholen möchte. Und das streicht er mir halt logischerweise auch an. Weil er nicht weiß, dass es von mir jetzt beabsichtigt ist, halt eben das so zu schreiben. Und halt einfach mal so Schwingisch, Gogedisch, Windrobos, Antisilio, Gogogoch. Das wiederholst du jede Zeile. Ich meine, das passt nur in eine Zeile.
walisische Crew unterstreichte mir halt so oder so. Also doch auch alle Charakternamen dauernd. Und ich habe jetzt nicht mehr so die krassen walisischen Namen, weil er unterstreicht sie mir trotzdem. Aber irgendwann, ja, kann man ihm mal beibringen. Genau. Das geht dann. Aber genau, meine anknüpfende Frage war nämlich auch noch, weil Kuddel meinte, sie hasst es, ein Ariat zu schreiben. In welche Schriftarten schreibt ihr? Korea New. In Normseiten. Ja, entweder das Times oder Times New Roman tatsächlich. Ja, was auch immer die Standardeinstellung ist. Areal. Okay, dann schreibe ich in Areal. Bei Word Calibri. Ja, bei Word ist Calibri. Ja. Ah, ich schreibe dann in Areal. Und du? Ja, ich habe irgendwann mal, also aktuell ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe gar keine feste aktuell. Aber seit Papyrus ist es so ein bisschen anders, da schwankt es halt dann zwischen Areal und Korea. Aber ich habe in meinen Word-Sachen super viel Sitka-Heading, weil ich die irgendwie schön fand. Die sieht aus wie Times New Roman, aber irgendwie ein bisschen netter und eleganter. Mhm. Aber ja, ist halt für Normseiten und so halt nicht so optimal für die Seitenanzahlen. Mhm. Ja. Aber da eher als ein Wörter gerechnet wird, who cares? Ja, ja. Bettina hatte noch Garamond die Frage. Ist nicht schlecht, Eilinger. Garamond ist nicht schlecht. Das, tatsächlich habe ich ein, zwei Bücher in der Formatierung gemacht. Das sieht nachher tatsächlich im Print, sieht das sehr, sehr gut aus. Fürs Schreiben benutze ich halt eher was Klassisches, aber das ist einfach bei mir so ein Ding. Man kann es jederzeit umstellen. Ich glaube, Marie Krasshoff schreibt, glaube ich, viel in Garamond. Zumindest hat sie früher immer ihre Manuskripte in Garamond gehabt. Weil die halt immer, wenn die kursiv ist, halt immer super fancy aussieht. Mhm. Die alte Datei könnte ich als Vorlage benutzen, das wäre sinniger, aber ich will mich ja mit der Thematik irgendwann auseinandersetzen, damit ich vernünftige Projekte anlegen kann. Wenn du es rausgefunden hast, sag Bescheid, weil mich stört das auch, da ich bei jedem Projekt mein komplettes Papyrus neu einstellen muss. Ich bin der festen Überzeugung, ihr könnt im Schreibgeheimnis nachfragen, weil es da mindestens 3 Leute gibt, die Papyrus mittlerweile durchgespielt haben. Bestimmt. Just saying. Oder sie haben auch das Problem. Und ich habe immer das Problem, dass ihr mir jedes Mal auf der Titelei vorne meinen normalen Namen hinschreibt. Nicht mein Pseudonym, weil ich halt das Ding unter meinem normalen Namen gekauft habe und deswegen das jetzt irgendwie für immer und ewig abgespeichert ist und ich jedes Mal diesen scheiß Namen ändern muss. Das ist so nervig. Ja. Da, wenn da jemand eine Lösung hat, gerne schreiben. Das wäre dann. Du kannst es in den Metadaten ändern. Müsste ich mal gucken, ob das. Da waren noch Fragen. Ja. Das sind viele Fragen. April hat gefragt, welches Genre schreibt ihr so? Davor war noch die Frage. Achso, Letina, wie findet ihr eure Kapiteleinteilung? Wie wir die finden im Impressum, also vorne im Inhaltsverzeichnis. Oh, ich glaube, das war nicht die Frage. Ich weiß. Ich weiß, das war auch keine ernst gemeinte Antwort. Ja. Okay. Möchtest du anfangen? Meine Kapiteleinteilung ist halt für mich nach Szenen. Also ich plane ja sehr stark und dementsprechend mache ich halt auch meine Szeneneinteilung und dann weiß ich genau. Also ich plane meistens mit so 27 bis 28 Kapiteln. Das ist so mein Standard. Also zwischen, sagen wir 26 und 28. Und die sind, ja, und da gucke ich halt, wie es von der Story passt. Also ich muss ehrlich sagen, also ich gucke halt immer zwischen 10 bis 15 Seiten pro Kapitel. Und dann passt das irgendwie. Wie macht ihr das? Auch nach Gefühl. Also ich weiß halt, das muss dahin. Dann, weil ich ja diesen Plot schon ungefähr kenne, manchmal auch bewusst einfach dann einen Cut gemacht, weil man muss nicht alles ausschreiben. Und es ist halt irgendwie bei mir sehr viel, glaube ich, nach Gefühl. Mhm. Ja, das unterschreibe ich so. Nach Gefühl, da ist eigentlich auch egal, also gerne halt auch mal einfach nach einem Szenenende, aber halt super oft auch einfach in der Szene quasi drin. Ich habe so ein bisschen gelernt von Dan Brown in seiner Masterclass, wo er irgendwas meint, von wegen, dass man das Kapitel immer so beenden soll, dass der Leser halt auch wirklich die Seite umblättern will, um das nächste Kapitel lesen zu wollen. Mhm. Ja, und immer mit einem kleinen Cliffhanger aufhören, sei es emotional, spannend oder ein erklärender. Ja, die Leute weiterblättern und weiterlesen. Genau, und das versuche ich. Ob es funktioniert, ist die andere Frage, aber ich versuche es. Und dann auch war so halt wirklich so ein Gefühl, so wenn ich mir denke, so okay, jetzt ist so ein guter Moment, da könnte es das nächste Kapitel, da könnte ich irgendwie einen Cut in eine andere Perspektive machen oder so. Und ja, oder halt einfach einen Cut.
hat einfach Gefühl. Ich gucke halt, dass die Kapitel auch alle so zwischen 2.000 und 4.000 Wörter haben ungefähr. Damit es nicht selten, ich habe selten auch mal Ausreißer mit 5k oder 6k oder nur 1k. Aber halt, ich gucke, dass ich immer so um die 2 bis 4k bleibe. Das hat, weil ich persönlich mag auch keine langen Kapitel. Ich bin halt mehr so, aber ich glaube, es ist schon voll lang. Nichts geht über das 80-Seiten-Kapitel bei Feuer und Blut. Ja. Was? Nein, bitte nicht. Ich dachte mir so, ich lese das Kapitel noch zu Ende und fing ich an zu blättern und zu blättern und zu blättern. Und dann hang ich da so, Moment! Genau, ich bin auch Fraktion, das Kapitel lese ich noch und dann will ich halt auch wissen, dass es halt auch irgendwann ein Ende nimmt. Ich blätter dann immer vor und gucke, wie viele Seiten das noch sind. Ja, mache ich auch. Und dann bin ich immer so, ach, ernsthaft, und dann cutte ich doch. Cutte man doch wieder, ja. Bei mir ist es so, ich mache am Anfang mache ich pro Szene ein Kapitel und dann gucke ich, okay, das Kapitel ist zu kurz, packe ich die einfach zusammen. Ansonsten achte ich auch darauf, zumindest, ich glaube, ich mache das sogar bei jeder Szene oder zumindest achte ich da auch genau auf die Cliffhanger bei jedem Kapitel. Dass es irgendwas gibt, irgendeine unbeantwortete Frage, irgendwas, was irgendeine spannende Enthüllung, wo man mehr Erklärungen zu wissen will. Irgendwie sowas versuche ich immer ans Ende zu packen. Und ansonsten, genau, ich mache das auch gerne, also jetzt bei dem aktuellen Projekt habe ich das auch so ein bisschen bei Dan Brown abgeguckt, auch bei der Masterclass gelesen. Sein erstes Kapitel beginnt, erstmal hat man den Protagonisten im selben Kapitel, den Protagonisten in der längeren Szene und dann eine kürzere Szene von dem Antagonisten. Und man merkt, okay, die gehen zum selben Ort, die sind am selben Ort. Der Antagonist scheint ziemlich fies zu sein und das erzeugt dann direkt Spannung. Das habe ich mir dann quasi abgeguckt und ich habe gesehen, er macht das häufiger mal, in ein Kapitel am Ende noch eine kleinere Szene zu packen aus der antagonistischen Sicht. Und das habe ich dann ein Stück weit übernommen, was dann auch Spannung erzeugt. Und ansonsten, ja, nach Gefühl. Ich glaube, irgendwann, ich glaube, wenn man genug Bücher gelesen hat, dann kommen für einige Sachen Gefühle bei. Das kann man bestimmt auch irgendwie logisch argumentieren, warum man das genau an der Stelle macht. Man adaptiert. Aber man adaptiert, genau, weil es funktioniert oder vermutlich funktioniert es, man kennt es so, man adoptiert es so, aber wahrscheinlich gibt es auch eine logische Erklärung, warum es funktioniert. Kann ich allerdings nicht. Man muss halt auch nicht immer alles komplett analysieren. Also wenn man gewisse Mechanismen funktionieren einfach und wenn man sich selber sagt, okay, ja, man soll in den meisten Sachen nicht die Erklärung, das ist so, nehmen. Man sollte schon eine logische, sinnvolle Erklärung hinter den meisten Sachen haben, aber bei manchen Dingen. Also, dass der Mond halt um die Erde kreist, da musst du jetzt nichts Physikalisches hinterher schreiben, das ist einfach so. Das ist wahr. Also, oh, nee, kommt auf die Welt an! Naja, Scheibenwelt, ich weiß schon. Welches bestätigen die Regel? Gerade sagen, welches Genre schreibt ihr? Ich mache als Letzte, dauert zu lang. Arthur, welches Genre schreibst du? Ich schreibe ich schreibe Sci-Fi. Ich habe verschiedene Arten von Sci-Fi. Jetzt mein aktuelles Projekt, was vielleicht im Januar kommt, das ist ein humoristischer Sci-Fi-Thriller. Und dann kommt das nächste Projekt, ist eher so ein High-Fantasy-Sci-Fi-Projekt. Aber es ist ich versuche irgendwie Sci-Fi mit reinzubringen. Aber vielleicht schwanke ich, vielleicht gehe ich davon auch irgendwann ab. Hi, Fantasy. Und wir kriegen einen. Frau Nami. Tut mir leid. Und Weltenwechsel. Vielen lieben Dank für eure beiden Raids. Herzlich willkommen. Moin! Wir reden gerade über das Thema. Da stehen Dinge von dir in meinem Regal, also auf meinem Regal, weil innen war kein Platz mehr. Ich hab den Stapel gesehen, dachte mir so, ich bin so neidisch, ich will auch schon. Ich habe einfach über 100 Euro für Bücher ausgegeben. Das ist okay. Das sind 100 Euro für deine Seele. Das stimmt. 100 Euro für eine Seele klingt da. Und 100 Euro, die anderen weniger wieder abräumen mussten und schleppen mussten. Ja. Dafür musste ich sie schleppen. Du hast Menschen, aber es verteilt sich auf viele.
Also herzlich willkommen an die lieben Raider. Herzlich Hallo willkommen. Raider. Wir raiden, wir reden über das Thema Raiden. Nanoprepping. Und ich habe gerade erklärt, in welchem Genre ich schreibe, um es kurz zu machen. Sci-Fi. Und jetzt ist Ellie dran. Achso, hi, ich schreibe. Okay, ich habe mir irgendwann vor Jahren mal überlegt, dass ich alle meine Genre irgendwie zusammenfassen muss und dann entstand so was Merkwürdiges wie paranormal, atmosphärische, Kriminal- und Alternativfiktion, was keinen Sinn macht. Basically schreibe ich Cozy Crime und irgendwie Thriller und High Fantasy quasi und im Nano-Urban Fantasy. Also irgendwie Krimi und Fantasy. Je nach Projekt. Ich habe auch Sci-Fi-Ideen. Aber ja. Weltenbau ist anstrengend. In Hashtag der Weltenbau Tat. ist anstrengend. Deswegen Krimis, weil die kann ich in einer Stadt spielen lassen, die dann, da muss ich nicht allzu viel Weltenbau machen. Oder deswegen hat mein Nano-Projekt spielt in existierenden Orten, damit ich eben keinen Welten, also nicht so viel Weltenbau machen muss. Außer durch Google Street View laufen. Du Sefi? Ich habe derzeit drei Projekte. Das eine ist halt die Urban Fantasy Dystopie. Nicht Urban Fantasy Dystopie, ja, guten Morgen, nein. Die Urban Fantasy Pentalogie. Dann das Nano-Projekt wird jetzt halt High Fantasy. Und dann habe ich noch eine Dystopie in der Schublade, aber nachdem ich einfach von drei verschiedenen Leuten gerade das Feedback gekriegt habe, dass Dystopien gerade bei Verlagen und ähnlichem nicht gerne gesehen werden, landet das erstmal in der hinteren Ecke der Schublade. Kann ich verstehen, warum. Weltuntergang ist aktuell nicht so der Trend. Aber das ist okay. Man kann nicht mehr behaupten, es wäre nicht realistisch. Ja, das Problem ist, dass die Welt, wie sie aktuell ist, sich aktuell Richtung meiner Dystopie entwickelt und ich jetzt denke, so, nein, es ist nicht gut, wenn du daran gerade schreibst. Ihr könnt mehr Utopien Naja. schreiben. Oder versuchen Ja. zumindest. Aber ich meine, zumindest Auch kann niemand Sci-Fi. mehr behaupten, ich lese keine Dystopien, die sind mir zu unrealistisch. Nein, Ja. jeder Lektor hätte letztens ja den Plot für das Jahr 2020 in die Tonne gekloppt und gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Ich hätte als Lektor gesagt, das ist ja viel zu langweilig. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich also wenn schon weltweite Pandemie, ich habe irgendwie mit mehr Zombies? Polizeistaat gerechnet, um ehrlich zu Ja, sein. oder Das Zombies. wäre zumindest Sci-Fi-mäßiger gewesen. Ja, oder Zombies, ja. Zombies wären auch immer gut. So, Kuddel! It's your turn. Also. Nein, also ich schreibe alles in der Fantastik. Ich grenze das mal so grob ein, inklusive High Fantasy. Ja, es tut mir leid, ich muss den Wortwitz jedes Mal bringen. Nein, ich schreibe tatsächlich High Fantasy, Steampunk, Mystery, Romance. Ich schreibe Tesla Punk Dystopie Krimi. Ich schreibe Urban Portal Fantasy, ich habe High Fantasy, ich habe eine reine Dystopie geschrieben, ich habe schon Rollenspielroman geschrieben. Ja, FP ist der falsche Stream dafür. genau, dann schreibe ich noch Liebesromane in zwei verschiedenen Unterkategorien. Einmal Happy Tears, das sind halt Romane, in denen es ein Happy End gibt, aber man auf dem Weg dorthin eventuell ein bisschen weint. Aber man fühlt sich die ganze Zeit so ganz wohl und kuschelig wie in einer Decke drin. Und mehr so in Richtung Friends, also Freunde. Es gibt eigentlich nichts Böses, was in dem Roman passiert. Es ist einfach so ein Wohlfühlding mit ein bisschen Liebe. Mehr so Casual Love. Das ist so das. Dann schreibe ich Erotikromane. Mehr so klassische Hausfrauenerotik. Das heißt, bei mir gibt es kein BDSM oder großartige Fetische, sondern halt hauptsächlich klassische Erotik. Und eventuell ein bisschen, oder wie Kuddelmaß das untertreibt. Ich weiß, vielleicht weint der ein oder andere auch ein bisschen mehr in den Happy Tears Roman. Egal. Und ich schreibe Kinderbücher. Was schreibst du Tata! für Bücher und Bücherkuddel? Ja. Ja. Ich schreibe keine Horrorsachen, ich schreibe keine Krimis und ich schreibe keine Thriller. Wobei, Genre-Crossover, innerhalb der Fantastik schreibe ich auch Krimis. Also FP Black, ich habe nicht die meisten Genre, Kuddel hat die definitiv. Naja.
Aktuelle sind die. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ja. Okay. Also wir hören dich. Ja, ich hatte das Mikrofon ausgeschaltet, um was zu tippen. Danke für den Hinweis. Zweifel im Nano, das ist eine gute Frage. Ich wollte vorher noch was anderes ansprechen, aber das merke ich mir. Und zwar Zeit schaffen im Nano. Mhm. Weil ich denke, es geht auch darum, Zeit zu schaffen, damit man schreiben kann, andere Sachen nicht zu machen, um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Aber ich denke, es gibt einige Sachen, die sollte man nicht streichen, um mehr schreiben zu können. Und dazu zähle ich schlafen, oh ja. Entspannen. Weil ich denke, selbst wenn man, ich denke, man braucht also erstens schlafen. Ich denke, wenn man zu wenig schläft, dann schafft man das einfach nicht mehr. Schlaf ist so das Fundament, um schreiben zu können. Genauso wie andere Entspannung. Also ich probiere gerade, ich habe noch keine vollständige Zeitplanung. Muss ich noch machen. Aber was ich nicht vollständig streichen werde, ist Zocken mit Freunden. Ich werde es reduzieren, aber ich werde es nicht komplett streichen. Weil ich denke, ich brauche das. Es ist einfach einen Monat ohne irgendwie entspannt irgendwas zu machen. Für mich ist es mit Freunden was spielen, für andere ist es vielleicht Netflix. Man kann es reduzieren, aber ich denke, man sollte nicht 30 Tage lang nicht mehr irgendwas machen, was Entspannung ist. Ich denke, sonst hält man die 30 Tage nicht durch. Und ich denke, man sollte auch noch Zeit nehmen, zu reflektieren, nachzudenken, spazieren zu gehen, Sport zu machen. Ich denke, man kann das Ganze vielleicht reduzieren, je nachdem, wie viel man macht. Aber man sollte definitiv nicht auf Schlaf verzichten oder auf irgendwelche Spazieren, Sport oder irgendwas, was einen entspannt. Also meine Meinung, was sagt ihr dazu? Würdet ihr da mitgehen? Ja, oder? Definitiv. Also das Ding ist halt, also wenn du halt jetzt sagst, du bist übermüdet, dann also du solltest ja halt die Frage stellen, will ich 50.000 Wörter im Nano schreiben, die okay sind, mit denen du leben kannst als Autor? Oder willst du halt 50.000 Wörter, die hingerotzt sind, weil du komplett übermüdet bist und halt basically nur Stuss schreibst? Also, ja. Schlaf ist definitiv wichtig. Rausgehen, frische Luft schnappen und so sowieso. Also, vor allem, ich denke mir, wenn du halt sagst, okay, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren in den Wald oder so, dann kannst du halt auch deine Inspirationsakkus nochmal aufladen. Vielleicht siehst du irgendwie im Wald, keine Ahnung, scheint die Sonne schön durch die herbstroten Blätter und du denkst dir so, boah, das ist eine coole Szene, das könnte ich so einbauen und halt einfach so, dass du halt einfach mal so ein bisschen von deinem Schreibtisch wegkommst und halt, um auch ein bisschen Input zu kriegen. Und ja. Und es sind halt auch nur 1667 Wörter. Das geht, wenn du dich wirklich konstant hinhockst, hast du das Ding, also hast du die ja irgendwie in 3 Stunden oder so, wenn du langsam bist. Deswegen sind noch genug Stunden für Schlaf und Essen und Trinken und ein bisschen Social-Kontakte und ja. Mhm. Pi hat gerade schon zitiert, the first draft of everything is shit. Ja, es ist also vollkommen egal, ob ihr schlaft oder ob ihr Soziales macht. Der erste Entwurf ist sowieso erstmal kacke. Ihr müsst überarbeiten. Ja. Ich sage das immer wieder. Was ich zumindest lesen kann. Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja auch völlig legitim. Ich sage nur immer wieder, ich bin sowieso ja immer noch ein ganz anderes Kaliber. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern. Bei mir ist Schlaf sowieso schon Mangelware. Es ist also vollkommen egal, ob ich schlafe oder nicht, weil ich sowieso nicht planen kann, wann meine Kinder krank sind, wann ich krank werde, wann meine Kinder beschließen, nachts einen Albtraum zu haben und mich 3 Stunden nachts wach zu halten. Schlaf ist sowieso egal. Das heißt, man gewöhnt sich tatsächlich an alles. Dafür extra längst jetzt auf Schlaf zu verzichten, das empfehle ich nicht. Genau das. Aber wenn man es sowieso gewohnt ist, so wie Mostly Nadine nämlich eben schon sagte, sie funktioniert seit Ewigkeiten mit zu wenig Schlaf und zu wenig rausgehen.
Wenn man das jetzt tatsächlich ändert und sagt, oh geil, ich habe den Tipp gekriegt, ich soll mehr schlafen, dann ist das System auf einmal gecrashed. Genau, und das System kommt nicht mehr klar und dann bist du nicht mehr in dem Rhythmus, den du hast. Das heißt, die meisten sagen sich immer wieder, ich muss jetzt total was verändern, um den Nano zu überstehen. Nee, eben nicht. Ihr müsst eigentlich nicht viel verändern. Never change nur, the running system. Genau, ihr müsst nur gucken, oder ihr solltet gucken, müssen sowieso nicht, aber ihr solltet gucken, dass ihr etwas in eurem System kurz weglasst und das durch das Schreiben ersetzt. Sowas wie zum Beispiel halt, keine Ahnung, wenn ihr jeden Abend euch 3 Stunden vor Netflix hockt und sagt, yeah, jetzt gucke ich irgendwas, also was auch immer, ich muss heute Abend noch Lucifer gucken, die Serie ist endlich da, dann muss ich halt abends darauf verzichten zu schreiben, dann ist es okay. Aber wenn ihr sagt, okay, im November könnte ich jeden zweiten Abend das nur machen und schon hast du 3 bis 4 Tage pro Woche gewonnen, wo du 2, 3 Stunden hast. Wenn du es hochrechnest, kommst du schon mal auf einiges. Wenn du jetzt sagst, okay, an den anderen Tagen setze ich morgens mich immer hin und mache ein bisschen Sport oder ich mache, keine Ahnung, ich lese in Ruhe meine Zeitung oder was auch immer man halt morgens sonst macht, um fit zu werden. Bei mir würde das nicht funktionieren. Ich war früher so ein Typ, so 20 Minuten bevor mein Zug fährt, bin ich aufgestanden. Und ich fahre 5 Minuten zum Zug. Also. Aber es gibt ja Leute, die wirklich morgens sehr viel Zeit verdaddeln. Ob man davon vielleicht eine halbe Stunde abknapsen kann, um zu arbeiten. Oder. Dinge weglassen und durchs Schreiben ersetzen. Nicht das Schreiben obendrauf setzen. Das funktioniert nicht. Das crasht euch komplett und macht euch völlig fertig. Und es ist halt, deswegen ist der Nano so speziell, weil man sich halt darauf vorbereiten sollte. Deswegen ja auch das hier jetzt. Sagt das auch eurer Umwelt. Wenn ihr zum Beispiel, so wie der Eilinger sagt, okay, ich steige jetzt mal einen Monat lang aus Pen and Paper, weil ich das nicht machen will, weil ich lieber schreiben möchte in der Zeit. Sagt es euren Leuten rechtzeitig, dass die das planen können, dass sie genau wissen, okay, ich bin 11 Monate im Jahr für euch da, aber einen Monat lang halt nicht. Das habe ich, bevor ich Kinder hatte, habe ich erst meinem Mann halt auch immer ganz klar gesagt, ist mir schön, dass wir verheiratet sind, aber im November sehen wir uns abends kaum. Er hat es akzeptiert, er hat dann halt in der Zeit einfach irgendwie gezockt oder ist müde auf der Couch zusammengebrochen und hat geschlafen, weil er Reifenmonteur ist und sowieso im November ständig Winterreifen aufziehen muss. Aber man muss es halt ankündigen und das auch mit Freunden vielleicht klären, dass die nicht enttäuscht sind, wenn man sagt, nee, du, ich kann gerade nicht, ich habe einen Plan für heute und für dieses Wochenende. Ich mache bei einer speziellen Gruppe mit, dieses Wochenende 15.000 Wörter an einem Wochenende. Irgendwas in der Richtung. Also sagt denen das, damit sie auch wissen, dass es wichtig für euch ist. Arbeiten weglassen, ja. Arbeiten durch Schreiben setzen. Ja. Habe ich tatsächlich sogar gemacht, als ich noch gearbeitet habe normal, habe ich immer im November eine Woche Urlaub genommen, nämlich immer die letzte Woche im November. Damit ich, falls ich wirklich irgendwie ein bisschen noch aufholen musste im Nano, konnte ich dort mich einfach hinsetzen und einfach schreiben. Ich hatte keine Familie, wo ich das dann halt machen, also wo ich das dann für aufsparen musste. Mittlerweile, ja gut, geht nicht mehr, aber damals war das halt möglich. Also bezüglich des Schlafens, ich kann den Schlaf nicht wegmachen lassen. Ich funktioniere erst ab 7,5 Stunden Schlaf. Ich hatte letzte Nacht unter 6. Ich funktioniere heute nur auf Kaffee. Aber in einer höheren Dosis. Also ich beispielsweise, ich könnte mich gar nicht auf was Kreatives konzentrieren, wenn ich müde bin. Weil bei mir, ich brauche ausreichend Schlaf, sonst funktioniere ich überhaupt nicht. Sonst ist mein Hirn, da ist Pudding. Thema First Draft ist Shit. Der erste Band der Pentalogie hatte, als ich mit der Rohfassung fertig war, 45.000 Wörter und ich habe 23.000 Wörter während der ersten Überarbeitung hinzugefügt und 4 Kapitel. Weil ich beim Durchlesen gemerkt habe, da fehlt noch was. Aber holla, die Waldfee, fehlt da noch was. Also, okay. Es war einfach, damit es rund war, fehlten da auf einmal Dinge so. Irgendwie, warum hat dieser Charakter jetzt auf einmal Antrieb? Es ist vorher nicht erklärt worden, warum er Antrieb hat. Hier hast du ein Kapitel, wo erklärt wird, warum er Antrieb hat. Und ja, und wegen Nano Zeit lassen, es kommt halt aber auch immer darauf an, wie schnell du bist. Also du schaffst, je nachdem wie flott du bist, halt deine 1000 Wörter entweder in 1 Stunde oder in 2 Stunden. Und das ist halt auch, denke ich mal, noch eine Sache, die halt sehr viel drauf einfließt. Und du brauchst halt ein extrem gutes Zeitmanagement. Am besten halt wirklich Routine, dass du halt wirklich Monate vorher anfängst.
jeden Tag ein bisschen was zu schreiben, dich zu steigern. Oh ja, letztes Jahr. Und das irgendwie trackst oder so und dass du einfach weißt, dass du das hinkriegen könntest. Ich hatte letztes Jahr sehr, sehr gut gestartet. Ich habe gegen Ende bin ich abgesackt, weil ich noch eine Prüfung hatte und ich mitten im Nano demotiviert wurde. Und ich habe den Nano um 7000 Wörter nicht geschafft, aber ich hatte nach den ersten 7 Tagen Muskelkater in den Fingern. Alter Lack. Genau, das ist es halt auch. Du hast zwar 7000 Wörter zu wenig, aber du hast 43.000 Wörter geschafft. Mhm. Ja. Und das ist halt auch krass. Also selbst wenn ihr halt die 50.000 nicht schafft. Schriftliche Abschlussprüfung. Genau, aber deswegen halt auch, wenn ihr es halt nicht schaffen solltet, seid trotzdem stolz auf euch. Mhm. Also, weil ich bin mir relativ sicher, ich werde es dieses Jahr nicht schaffen. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal geschafft. Aber halt auch nur, weil mir Leute wie Benjamin Spang in den Arsch getreten haben mit seinen Streams. Und halt wirklich angetrieben haben. Und ich halt auch einfach seit 2 Jahren gefühlt nicht mehr geschrieben hatte und sich halt mal alles angestaut hatte, was einfach raus musste. Und aber selbst wenn ihr halt nur 30.000 schafft, ihr habt 30.000 Wörter geschrieben in einem Monat. Mhm. Ein Drittel von einem Roman. Ja, das ist mehr als vermutlich jeder euer Arbeitskollege jemals in seinem Leben schreiben wird. Ja. Deswegen ist das schon krass. Also gerade das, was du gerade sagst mit dieser Routine, was mir persönlich damals sehr geholfen hat, ich war früher auch eine sehr, sehr langsame Schreiberin und wer jetzt in meinen Streams immer dabei ist, der weiß, ich bin relativ schnell geworden. Was mir geholfen hat, ist damals im Tintenzirkel, da gab es immer Schreibbattles. Da haben wir immer so... Sprint. Ja, da haben wir tatsächlich einfach, da haben uns im Chat damals hingesetzt und haben immer gesagt, okay, jetzt 15, 20, 30 Minuten und dann habe ich halt Write or Die angemacht. Schönes System übrigens. Und mit Write or Die konnte ich diese Fähigkeit, das Gehirn auszuschalten, um mich zu fokussieren. Beziehungsweise halt diesen Zweifler, der in mir steckt, konnte ich damit ausschalten, weil ich die ganze Zeit immer versucht habe, gegen den Timer zu schreiben. Ich bin sehr ehrgeizig. Für mich funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß, dass es andere blockiert, aber mich persönlich hat das damals sehr weitergebracht und das hat meine Fähigkeit jetzt halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Stream, wenn ich wirklich mal die 25 Minuten konzentriert durcharbeite, kann ich halt auch mal 700 bis 800 Wörter in 25 Minuten schaffen. Vielleicht sogar noch mehr, wenn ich mich noch mehr konzentrieren würde, aber es geht tatsächlich, sodass man halt in einer Stunde ohne Probleme, sogar mit Quatschen, mit 10, 15 Minuten Quatschen zwischendurch, könnte ich halt diesen Nano-Dings schaffen. Hm. Aber meistens tue ich das nicht. Meistens quatsche ich zu lange. Tun wir das nicht alle? War Write or Die das, wo er angefangen hat, Wörter zu löschen, wenn du zu langsam warst? Oder? Je nachdem, du kannst ja 3 verschiedene Modus einstellen oder Modi einstellen, je nachdem, was du haben möchtest. Du kannst den Gentle Mode, den Kamikaze Mode und den, ich habe den dritten vergessen. Also der Kamikaze Modus ist halt der, der dann löscht und der Gentle Mode, den habe ich meistens angehabt, der färbt nur irgendwann deinen Bildschirm rot und fängt an Geräusche zu machen. Der löscht aber keine Wörter. Das ist ganz praktisch. Ja. Aber es ist tatsächlich nicht so kompliziert, damit zu arbeiten, wenn man sich halt erstmal reingefuchst hat. Und dann steigert man sich halt nach und nach. Und dadurch, dass wir halt gegeneinander, nicht nur ich gegen den Timer, sondern ich auch gegen andere Leute aus dem Chat angetreten bin, ja, war das für meinen kleinen Ehrgeiz sehr inspirierend und anfeuernd. Also mich hat das sehr vorangebracht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der ebenfalls ehrgeizig ist und der einfach sagt, geil, ich suche mir jetzt noch 2, 3 andere Leute, die auch Bock darauf haben. Es gibt zum Beispiel den, frag mich, wie der heißt, meine Mod wüsste das, da ist ein Sprintbot, heißt der so? Den gibt's für Discord. Da kann man Wörter zählen, die man dann halt, also indem man sagt, okay, wir starten jetzt, dann kommt irgendwann der Timer Ende und du musst deine Endwortzahl eintragen. Das heißt also, der zählt dann für dich, wie viele Wörter du quasi gemacht hast. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Ja, gut, aber hört sich auf jeden Fall spannend an. Was ich nochmal gut fand, was du gesagt hast, war, man soll Tätigkeiten ersetzen. Quasi, man soll
Ich habe ja erstmal gesagt, irgendwie schlafen, aber du hast recht, man sollte den Rhythmus nehmen, den man jetzt hat und Kleinigkeiten anpassen, Tätigkeiten ersetzen. Da wollte ich noch ein Beispiel von mir nennen. Ich hatte zum Beispiel Kochstreams gemacht und die waren mit extremem Aufwand verbunden. Erstmal Rezept raussuchen, einkaufen, irgendein Thema raussuchen. Und jetzt habe ich die einfach gestrichen und da Coworking-Streams hingepackt. Ja. Funktioniert. Also wie Ja. gesagt, einfach Dinge ersetzen, die halt vorher da gewesen sind. Also für mich war es halt, ich habe jetzt meine Arbeit durch Vollzeitautorin ersetzt. Das ist halt das Beste, was man machen kann, aber. Ja, also wenn man. Zeitoptimierung to the max. Ja. Das hängt aber, das ist natürlich dann halt aber auch extrem. Also dadurch bin ich natürlich auch stark darauf angewiesen, dass ich jetzt halt wirklich vom Schreiben leben kann. Und da hängt halt immer arg viel Zittern und Bangen dran. Aber ich habe halt auch schon gesagt, im schlimmsten Falle werde ich halt irgendwann wieder zurück in den Brotjob gehen. Aber darum geht es gar nicht. Wenn man halt die Möglichkeit hat, Dinge zu ersetzen. Und wenn man in der Familie so frei ist, dass man sagt, okay, man hat zwar einen Hund, der zu festen Zeiten raus muss, aber keine Kinder, die einfach mal sagen, Mama, ich will nicht, dass du jetzt arbeitest und anfangen zu heulen und du sitzt da. ja. Das ist dann. Man muss halt einfach gucken, wie es für einen selber passt. Jeder hat andere Lebensvoraussetzungen. Das ist halt das Wichtigste, was man für sich verinnerlichen sollte. Jeder ist anders. Es gibt Menschen, die haben keinerlei Verpflichtungen. Die können, mit denen kann ich mich nicht vergleichen. Die können einfach so viel mehr organisieren und Dinge tun in ihrem Leben, die mir nicht mal offen stehen als Möglichkeiten. Die sind dann vielleicht irgendwann in 5 bis 10 Jahren dran mit Kindern oder werden vielleicht auch nie Kinder haben, aber dann bin ich durch mit dem Thema und dann habe ich Zeit. Also, das sind so, man muss einfach gucken, wie die eigene Lebenssituation ist und dementsprechend sich auf den Nano vorbereiten. Da gibt es kein allgemeines Rezept, da gibt es keine Möglichkeit, dass man sagt, geil, ich übernehme jetzt das, was Kuddel sagt, weil geil, ich habe zwar einen 40-Stunden-Job in der Woche, aber ich schaffe das, dass ich auch noch 5 Stunden schreibe jeden Tag, oder? Das klappt nicht. Andere Lebenssituation, anderer Weg. Ist einfach. Und wie Ellie schon meinte, wenn es am Ende dann doch nicht die 50.000 werden, sondern weniger, macht er nichts. Man hat so viel gemacht, wie man schaffen konnte, im besten Fall. Oder ich finde, man sollte dadurch nicht so viel machen, dass man die geistige Gesundheit gefährdet von sich selber. Das ist es nicht wert. Aber man hat so viel geleistet, wie es ging, ohne zum Beispiel auf den Schlaf zu verzichten, den man eigentlich gebraucht hätte. Und darauf kann man stolz sein. Ja, auf jeden Ja, Fall. Ja. Und um mit zurück dem zum Schlaf. Ziel. Ich Ja. würde sagen, du hast eine Regelmäßigkeit aufgebaut in dem Nano und hast viel geschrieben, so wie du es wahrscheinlich im Rest des Jahres in Regelmäßigkeit nicht gemacht hast. Und das ist schon. Jeden Tag schreiben ist schon eine Sache. Das ist halt nicht. Das macht kein Autor außerhalb des Nanos. Vielleicht einige, aber Du nicht hast alle. auch Ja, Tage, wo ein du nicht paar. schreibst. Ja, Das da ist sind die wahr. Kinder krank. Aber dafür hole ich das dann auf. Aber du bist Kuddel. Das zählt Ja. nicht. Du bist wie der Du bist Joker. die Special. Also nicht der, ich meine beim Kartenspiel, aber okay. Ich denk direkt gleich an Marvel, in DC. Ich Ja. meinte eher so diese +4-Karte beim, was war Beim das? Uno? Uno? Uno. Ja, Uno. ja. Uno. Ziehe 4 dazu. Nein! Kuddel, yeah, Challenge Jo. accepted. +4, +4, +4, +4. Ah, das wäre schon immer Ja. so +4 Wörter. Ja. Oh, das For ist the ja, das wäre voll words. eine Challenge. Irgendwie so ein Kartenspiel holen, dann muss man die Wortzahl der Karten Schaffen. schreiben. Komma sagt. Aber wollte ich auch noch sagen, Eli? Schreibtouren gehen auch noch. Was? Wie? Schreiben mit Karten. Ja. Schreiben mit Karten, ja, okay. Es gibt, ach so, apropos, Marvel ey, da oder fällt mir so. hier, wie heißen sie, fuck, 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 ich, Entschuldigung, falsches Wort. Es Würfel? gibt, nein, nein, es gibt Geschichten-Nano-Sprints. Ja, genau, diese Schreibtouren, diese Ja, die haben Schreibabenteuer-Dinger. bestimmten Ja. Namen, ich weiß den Ich von den kenne nicht sie von. als Schreibtour. Aber ja, wo dann quasi Na. dann so einer kleinen Geschichte dann gesagt wird, was hat Juliana beim Friobo immer macht, bei den Duellen und so. Crawls, Wo genau, dann, danke. genau, Sagt mir jetzt Crawls, nichts. genau. Die Genau, haben weil mir diese. auch super, super viel geholfen, tatsächlich. Könnt ihr was dazu Ja. erzählen?
Bitte. Ich habe Möchtest du? keine Genau, Ahnung. es ist quasi, es ist verpackt als kleine Geschichte, aber es sind quasi einzelne Etappen, die du halt abarbeiten kannst. Und da ist dann eine Etappe zum Beispiel, schreibe 100 Wörter. Und dann kannst du die abhaken, wenn du fertig bist. Oder halt Würfel mit einem Würfel und die Wortzahl, die Zahl, die rauskommt, hängst du halt zwei Nullen dran und musst dann die Anzahl schreiben. Oder schreibe bis zum nächsten Tausender. Und halt so kleine Aufgaben, die dir halt quasi ein Ziel vorgeben, zu dem du hinarbeiten kannst. Und das hilft mir halt auch immer, weil ich dann auch direkt sehe, ich muss da und dahin. Und da gibt es dann auch, glaube ich, auf der Nano-Seite, glaube ich, auch Crawls, die dann speziell Ja. ausgelegt sind, eben für diese Nano-Tageszahl. Und Da weil gibt du es dann halt irgendwann nicht. echt so drin bist und ja. Ich glaube, das Genau, es könnte gibt. ich nicht. Das, ja, das ist tatsächlich relativ cool, weil du nämlich, du kannst es halt auch individualisieren. Ich weiß zum Beispiel, dass die Sabrina Schuh hat das letztes Jahr mit Genau. Drachengeschichten gemacht und hat das dann halt in ihren Abendstunden immer gemacht. Das heißt, es gibt dann immer so kurze Story-Anweisungen, wie wirklich so eine Regie-Anweisung. Der Drache steigt hinab in die Höhle, sein Schatz wurde geraubt. Du musst 500 Wörter schreiben, um dich bestens zu verstecken. Oh, Und wie dann schreibst du cool. halt 500 Wörter. Ah, Schreibnacht, da gab es das auch. Genau, Schreibnacht gab es das auch viel mit dem Schreibabenteuer, wo dann auch sowas wie schreibe 10 Minuten lang, je nach, und dann irgendwie, wenn Ja. du so und so viele Wörter geschafft hast, gehst du den rechten Pfad. Hast du so und so viele Wörter geschafft, gehst du auf den linken Pfad und Das dann habe so ich ein nie bisschen, gemacht. ja, Wow. das ist Aber ganz es ist cool. total cool. Ja, vor Ja. allem motiviert es einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, Würfchen raus, Lisa schreibt gerade, Harry Potter Call, um dein Haus herauszufinden, würfel mit einem Würfel und schreibe so viele Wörter mal 100, wie Augen auf dem Würfel sind. So. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel nur 200 schaffst statt den 500, bist du halt ein Hufflepuff. Wenn du 400 schaffst, bist du ein Gryffindor, bei 100 bist du ein in Slytherin, was auch immer. Also es gibt dann verschiedene Sachen, in die du dann einkategorisiert wirst, je nachdem, was du geschafft hast. Also. Ja. Schon Und cool. du kannst dir das halt auch super einfach selbst so aufschreiben, dass du einfach sagst, okay, ich mache mir jetzt halt irgendwie 10 Etappen, fange halt irgendwie klein an mit schreib einen Satz, dann kommt irgendwie schreib 5 Sätze, schreib 100 Wörter, schreib 5 Minuten. Mach einen 10-Minuten-Sprint, mach einen Sprint zu 200 Wörtern, Würfel und dann kannst du halt irgendwie dir immer schön so rauspicken, was willst du halt gerade machen. Das ist ganz gut. Ich glaube, So das hat man würde halt mich ein bisschen gut wie eine mitnehmen. To-Do-Liste, die du halt abarbeiten kannst. Genau, Das also hilft vielleicht nicht den schlussendlich. meisten Menschen da draußen. Genau, also tatsächlich ist es relativ also relativ einfach aufgebaut, indem man einfach sagt, dieses Ehrgeizprinzip bei den Menschen, beziehungsweise dieses, man möchte den Level abhaben, dadurch ist es zustande gekommen. Und die Pomodoros. Wir arbeiten ja sowieso Oh. hier im Coworken immer mit Pomodoros. Für alle, die es nicht kennen, 20, 25 Minuten, 30 Minuten konzentriertes Arbeiten, 5 bis 10 Minuten quatschen, wieder nächste Pomodoro-Einheit. Und dieses ist ja nichts anderes. Du machst dir halt kleine Sprints. Und wenn du selber weißt, okay, ich bin kein 5-Minuten-Sprinter, das ist mir zu wenig, da schaffe ich einfach nicht das, was ich schaffen will, dann sagst du dir selber, du baust dir halt ein Crawl, der deiner Schreibgeschwindigkeit und deinen Zielen entspricht, um dich selber zu motivieren. Oder du guckst halt, ob du Crawls findest, die halt deiner Geschichte entsprechen. Ob du was mit Drachen machst oder halt mit Game of Thrones oder was auch immer. Hört sich Nicht gleich richtig gut an. 1600, genau. Das, was Rayu schreibt gerade. Oh, Das das hatte man ich sich aber kleine letztes Ziele Jahr. steckt. Das ging mir aber, wenn wir. Ich hatte, aber letztes Jahr habe ich es halt wirklich, ich hatte einen sehr, sehr gut durchstrukturierten Zeitplan. Ich hatte Online-Schulung für die Vorbereitung für die Prüfung. Dann habe ich meistens Sport gemacht, habe was gegessen, habe meine 2000 Wörter geschrieben und habe mich dann nochmal hingesetzt zum Lernen. Das lief Bombe. Ich war noch nie so produktiv wie in dieser Phase. Das Problem ist, wenn man produktiv ist, ist eine Sache, aber wenn du in dem Moment gedemütigt wirst, beziehungsweise nicht gedemütigt, falsches Wort, demotiviert wirst, wegen irgendeiner Kleinigkeit, ich war sofort raus. Ich konnte mich nur noch auf das Lernen konzentrieren und nur noch auf meine Prüfung konzentrieren und ich habe den kompletten Nano gekippt. Das war richtig bitter, weil ich hätte ihn locker bis zum 20. geschafft gehabt. Na. Also Plan war wirklich, also laut dieser Anzeige, ich hätte, wenn ich das so durchgezogen hätte, hätte ich am 21. November den Nano besiegt gehabt. Haben ja zwischendurch vorhin auch die Frage, wie geht ihr mit Zweifeln im Nano um? Die haben wir gar nicht Oh, stimmt. beantwortet. Von Ja. Gipfelbasilisk, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, die beste Lösung, also so in einer perfekten Welt wäre die Antwort auf diese Frage gar nicht, weil du einfach 41. schreibst, ohne zu zweifeln. Aber ja. Ja, die perfekte Antwort darauf wäre 42, aber das, die gibt es halt leider nicht. Das ist.
42 Wörter schreiben und dann passt das. Nein, also Bible, schlussendlich der Nano ist nichts anderes als jeder andere Schreibmonat auch. Nur, dass du dich halt dort stärker darauf konzentrierst, weil es halt ganz, ganz viele Menschen machen. Wenn ihr Zweifel habt im Nano, hallo Cleo, wenn ihr Zweifel habt und nicht weiter wisst oder wenn ihr deprimiert oder demotiviert werdet oder ähnliches, dann überlegt euch jetzt schon positive Dinge für euch, die euch aus solchen Löchern wieder rausholen. Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, der Nano läuft kacke oder ich komme nicht voran oder ähnliches, dann suche ich mir vorher schon eine Serie raus, die ich mir für bestimmte Stufen erlaube zu gucken. Das heißt, ich darf aber auch dann nur, und das versuche ich dann halt immer, mich selber zu bremsen, ich darf dann zum Beispiel, wenn ich 10.000 geschafft habe, darf ich die ersten zwei Folgen gucken. Wenn ich 20.000 geschafft habe, und dass ich dann halt Dinge habe, auf die ich mich freue. Es gibt auch welche, also Menschen, die sich quasi Stufengeschenke machen. Bei 10.000 Wörtern, da freue ich mich schon drauf, da kann ich mir ein neues Notizbuch holen oder am Ende besorge ich mir halt zum Beispiel Papyrus Autor, weil ich es mir gönne oder weil es auch im Nano am Ende als Rabattcode zum Beispiel gibt oder. Gibt es dies ja nicht? Es ist Scrivener, nicht Papyrus. Ja, okay. Nano hat den Deal mit Scrivener. Ja, okay. Mhm. Ja, aber also ihr wisst, was ich meine. Also, dass man halt sich bestimmte Belohnungsstufen auch einrichtet. Wenn man zwischendurch zweifelt, dann kann man sich okay, ich arbeite auf ein Ziel hin. Ich möchte das gerne machen. Und für mich funktioniert dieses Belohnungssystem. Ich weiß nicht warum, bei meinen Kindern auch, aber bei mir halt auch irgendwie. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch gut. Zweifel hat man immer am Schreiben. Ich fürchte nur, dass es im Nano häufiger rauskommt, weil plötzlich die gesamte Bubble um einen herum auch so extrem fokussiert aufs Schreiben ist. Und da muss man einfach nur gucken, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber man muss da irgendwie für sich selber ein hartes Fell entwickeln und da kann nur jeder selber gucken, wie er das kriegt. Was ich mir halt auch vorstelle, also was ich finde, was auch hilft, ist, dass du dir Leute suchst, die genauso ticken wie du, also dass du eine Gemeinschaft bildest mit Leuten, Teams bildest, dass man sich gegenseitig motiviert und wo man halt auch offen sagen kann, ich habe gerade einen Kacktag und dann fangen dich die anderen aber auf und ziehen dich wieder hoch und sag, komm, wir setzen uns jetzt 20 Minuten hin, wir arbeiten jetzt gemeinsam. Also, dass du nicht alleine bist und dann noch weiter Strecke bleibst, sondern dass da Leute sind, die dich an den Arm packen und sagen, komm, wir machen jetzt, go. Und was ich halt, das ist mir letztes Jahr aufgefallen, warum wegen Zweifeln und so, wenn du eine Geschichte normalerweise in 4 Monaten schreibst, hast du eine sehr lange Zeitetappe, wo du dieses Gefühl hast, dass deine Geschichte vorankommst. Du verarbeitest dieses Vorankommen dieser Geschichte relativ entspannt, weil du hast ja diese relativ lange Zeitspanne, jetzt wenn man nicht Kuddel ist. Im Nano ist das aber so, dass du halt deine Geschichte innerhalb von wenigen Tagen voranpeitscht. Ich hatte letztes Jahr das Gefühl, dass meine Geschichte einfach rast mit 180 auf der Autobahn, weil ich so schnell vorangekommen bin in meinem Plot, dass gefühlt vor 3 Tagen noch der Anfang war und jetzt sind meine Protagonisten schon sonst wo abgeblieben, wo ich einfach im Kopf dieses Gefühl hatte, das geht alles viel zu schnell, aber nein, du bist schon bei Kapitel 25, es ist alles okay, es ist alles im Rahmen. Und deswegen, da hatte ich halt so der Punkt sofort, da kam mir halt die Zweifel, weil ich dieses Gefühl hatte von wegen, ich komme viel zu schnell voran, weil ich das halt vorher nicht habe, weil ich ja vorher Zeitspanne noch und nöcher habe. Aber im Nano ist alles so komprimiert. Ja. Das finde ich halt so, das ist heftig. Tatsächlich bin ich immer ganz happy, wenn die Zeiten etwas kürzer sind, weil ich dann weniger vergesse. Von kleinen Details. Ja. Das auch, ja. Zettel und Stift, mein bester Freund. Ja, bei mir sind es Excel. Die Dateien habe ich dann wenigstens immer dabei, falls ich wirklich mal unterwegs irgendwie noch was aufschreiben muss. Aber Trello. Ja, Trello habe ich halt auch noch, aber da mache ich keine Notizen zu den kleinen Dingen. Also da mache ich nur den groben Plot meistens. Wobei Trello nutze ich tatsächlich in den letzten Jahren nur noch, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite. Für mich selber habe ich da jetzt halt einfach auf meinem Rechner jetzt, weil, ja. Man muss halt irgendwo. Ich arbeite meistens eh nur noch von zu Hause. Früher habe ich es halt viel in Trello gemacht, weil ich halt auch viel in der Bahn unterwegs war und Trello war dann halt auch so ein bisschen meine Cloud, mein Speicher, wo ich dann halt alles reingesichert habe.
Und dementsprechend ging das ganz gut. Aber mittlerweile, ich habe halt meine Cloud so eingerichtet hier am Zuhause. Und das funktioniert ganz gut. Aber apropos Nano-Prepping, legt euch irgendwo eine Sicherungskopie jeden Ja, verdammten ja, Tag hin. Jeden ja. verdammten Tag. Ja. Also immer speichern. Wirklich immer speichern. Und am Ende des Tages immer Sicherheitsspeicher irgendwo in irgendeine Cloud. Ja, komm auch weiter. Bei mir ist es tatsächlich ein Command, dass, Bei mir auch. wenn man bei mir speichert, vergiss das Speichern nicht, kommt dann. Oh. Ja, ich habe das nicht. Bei mir ist es auch einer, aber eigentlich ist es durchs Gaming ist der Command entstanden. Wenn ich in Word schreibe, ist es halt Microsoft 365, alles Cloud-basiert. Das heißt, es speichert automatisch in die Cloud. Und ansonsten packe ich es halt nochmal extra in eine andere Cloud. Autospeichern ist auch gut. Ja, ich muss noch irgendeine Cloud einstellen. Dropbox funktioniert nicht so gut. Aber irgendeine andere Cloud, mit der das meine Dinge automatisch sichert. Weil Dropbox ist immer so, okay, du kannst entweder eigene Daten speichern oder eigene Bilder oder eigene Videos, aber man kann eben nicht sagen, hier, ich habe diesen Papyrus-Ordner irgendwo in den Tiefen meines Dateisystems. Speichere mir den bitte ab. Das geht bei Dropbox leider nicht, da muss ich noch nach einer anderen Lösung suchen. Aber ja, ich finde, sowas kann man auch gut einrichten. Dann muss man das nicht manuell machen und vergisst es nicht. USB-Sticks. Ja, USB-Sticks tun das auch genauso wie irgendwie in die Cloud laden. Ja, oder externe Festplatten oder so. Ja. Ja. Ja, Also also ich ich habe speichere mir tatsächlich fest in auch der Dropbox, aber. Dropbox? Ja, und OneDrive. ich habe. Ja. Kann Oder eben sein, Trello. dass du das Projekt dann auch in eigene Dateien angelegt hast Ich oder habe halt verschiebst du es immer dahin? als Papyrus Backup-Ordner auch einen Dropbox-Ordner. Ich muss halt einen extra Ordner anlegen, aber. Okay, ich guck nochmal Ausreichend. nach. Tatsächlich, ich habe eine automatisch, ich habe Nextcloud, dank eines sehr, sehr lieben Menschen, der mir das jetzt letztens eingerichtet hat. Und jetzt speichert er halt automatisch, sobald ich etwas auf meinem Rechner verändert habe, speichert er es automatisch hoch und ich muss nichts mehr rüberschieben oder ähnliches. In der Sekunde, in der es sich verändert hat, schiebt das rüber und ich habe quasi Stände von vor 5 Minuten. Das ist gut. Ja, okay, ja, meine Ja. Dropbox braucht bis sie synchronisiert. Also ich habe schon sehr oft das Problem gehabt, da ich in irgendwas auf dem Laptop gucken wollte und meine Dropbox hat noch nicht aktualisiert gehabt und das ist ein bisschen nervig. Ja, ich habe es halt, Aber ich noch habe halt. nerviger als OneDrive, habe ich gelernt. Nee, mein OneDrive ist einfach easy, weil ich habe von meinem OneDrive eine Verknüpfung auf meinen Rechner. Das Ja, genau, die heißt, habe ich auch bei mir mit alles automatisch in der OneDrive-Dings gebettet, aber irgendwie ich kann über meinen normalen Browser nichts in einer OneDrive Dingens hochladen. Das ging immer nicht. wieder schön. Okay. Ja, Technik, die Ich muss es ganz begeistert. komisch über die Tablet-App oder die Handy-App ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Okay. Nee, das Problem Da habe ich ich Gott sei habe Dank sehr nicht. viele Probleme damit gehabt. Google Drive funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Das habe Ja, ich eine Google Zeit Drive ist lang auch gut, ja. benutzt. Da musst du halt aber immer selber rüber, also manuell rüberziehen. Das geht am einfachsten. Ja. Was ich noch sagen wollte, für Leute, die halt jetzt nicht professionell schreiben und den Nano nutzen, um so ein ganzes Projekt einfach mal runterzuhauen. Jeder, der sich diese Arbeit macht, jetzt einen Roman zu schreiben und das sonst nicht tut, ganz großer Tipp von mir, holt euch Wohlfühlessen. Holt euch wirklich irgendwie Soul Food, das ihr zwischendurch mal nehmen könnt, wenn ihr euch selber sagt, oh, ach nö. Dann holt euch Nachos mit Käsedip, die ihr euch als Belohnung irgendwie am Ende einer Woche gönnt. Wenn ihr, keine Ahnung, American Football guckt am Sonntagabend, guckt mit irgendwas, was ihr mögt. Und sei es nur Chicken Wings oder ihr holt euch vom Wok irgendwelche Asianudeln oder. Pizza bestellen. Aber Pizza bestellen. Arbeitet im November mit Soul Food. Ehrlich, das ist das Beste, was ihr machen könnt, um euch glücklich zu machen. Die anderen haben im Also. Dezember zum dick werden, Autoren machen das im November. Ja. Und Dezember Habe auch. 50.000 Wörter und 3 Kilo mehr. Yeah! Ja. Oh, Die Rayu, 3 Kilo nehme ich in Kauf, wenn ich 5.000 Wörter habe. Rayu ist gerade wirklich Nachos mit Käsedip und jetzt bin ich neidisch. Ich hätte auch Ich auch. gerne. Ich will auch. Ich hatte zum Was hattest Abendessen du? eine Tomate. Ich hatte Ich hatte Reis. eine Reis Scheibe mit. Brot. Ich hatte Reis mit Fischfilet.
Warum ist dir warm abends? Weil mein Okay, ihr Freund seid tagsüber erst, weil ich unterwegs, ja. erstmal. Mein Freund kommt Ja. erst nach 17 Uhr nach Hause. Ja, mein Mann kommt auch erst nach 17 Uhr nach Hause, aber trotzdem. Irgendwann wollen wir warm essen. Also will er halt auch gerne warm essen. Das macht er nicht auf Arbeit. Meiner kriegt halt das Aufgewärmte vor mittags. Ich habe mittags nur 30 Minuten Zeit und da ist Großkochen halt echt nicht drin. Und die verbringe ich meistens bei dir Okay. im Stream. Ja, okay, das weiß ich, das stimmt. Nicht so, dass Tiffy nichts isst. Also meine Ja, Tomate doch, war aber Kleinigkeiten. Raumtemperatur. Spaghetti Napoli, du hattest Pizza. Ich könnte morgens, mittags, abends. Komm mal, Falter, du bist mein Seelentier. Der Ja, ich könnte Seelenschmetterling. auch. Könnte auch Ja. nachlesen. Wölfin Okay, Rayu hat morgen gerade schlafe den ich auch. Süßigkeitenschrank leer gefressen, um nicht mehr in Versuchung zu Damit kommen. du. Müfft. Ja. Oh, stimmt, Ja. ich muss vor November noch Süßigkeiten shoppen gehen. Ich hab Bald kein Halloween. Geld. Dann darfst du mal in meinem Stream morgens mal eine halbe Stunde zum Einkaufen gehen. Was hältst du denn davon? Ja, da muss ich ja morgens. Nee, muss. Nee. Morgens einkaufen ist besser als irgendwann anderes. Das stimmt. Da ist keine Sau da. Da muss ich wach Abend, werden. 21 Das Uhr ist musst du auch nicht wach 19 machen. Du Uhr. musst nur abends eine Liste schreiben. Die Liste kriegst du auch im Halbschlaf runtergekauft. Du musst nur deinen PIN können. Ich spreche aus Oder Erfahrung. alternativ beim Edeka zum Beispiel mit der App bezahlen. Das mache ich ständig. Da brauche ich nur. Ich habe kein Edeka in der Nähe. Okay. Lidl hat auch so eine App. Ja. Oh. Die haben diese Lidl-App und damit kannst du auch bezahlen. Ich könnte mir von Rewe liefern lassen. Ich glaube, Oh. liefert Rewe? Aber die sind Doch. teuer. Das ist teuer. Glaube ich auch. Ich finde, man kann auch abends ganz gut. So gegen Vielleicht 20 Uhr ist lasse ich auch auch keiner einfach für da. mich einkaufen. Du hast ja noch Der genug. Ich gebe Luxus. meine Mutter eine Liste. Hier, geh für mich einkaufen. Der Luxus des Zuhausewohns. Ja. Obwohl, ich habe die Woche ja nur kurze Schicht, dann könnte ich danach eigentlich noch in den Supermarkt. Das kannst Ich du muss mal tun. gucken. Pochchips und Gummibärchen und Schoki und alles. Kekse. Fällt Was gerade. ist euer Nano-Essen? Was Schoko. für Süßigkeiten esst ihr im Nano? Also während des Arbeitens tatsächlich hauptsächlich Schoki, lustigerweise. Aber als Soulfood zum Belohnen Nachos mit Käsedip. Ach, Es war gibt einen doch Grund, nett. warum ich das als Beispiel genannt habe. Ich glaube, als Das Belohnung würde kann. ich mir echt am Ende der Woche was richtig Geiles kochen. Oh Gott, nein, nicht noch mehr arbeiten. Sorry, oh nee. Also kochen lassen. Okay. Das Aber selber doch. kochen. Ich koche die ganze Woche, ganz ehrlich. Nee. Da bin ich raus. Aber was alternativ immer sehr gut funktioniert, also lustigerweise, die besten Nachos, die ich je gegessen habe, sind die 99 Cent Nachos von Gut und Günstig. Sind die besten. Das ist gut und günstig. Besser als Die schlecht sind und gut und billig. günstig. Ja. Ja, stimmt. Besser Von als daher. schlecht und ja. Ich glaube, wir haben alle Fragen durch, oder? Braucht ihr noch Bisher Fragen? ja. Habt ihr noch Fragen, Tipps? Arthur, hast du noch Fragen? Wir haben hier so deinen Stream übernommen. Macht nichts, das Alles ist mal so. gut. Ich glaube, das stört Arthur auch nicht mehr. Es ist so, ich lade die ein, die machen das schon. Ich sitze hier einfach und krieg den Hype-Train. Der war nicht geplant, aber sonst ja. Ja, ich sehe das schon kommen. Er macht das jetzt jeden Montagabend. Kuddel Eli Zefi, macht ihr mal. Ich sitze daneben und esse Nachos mit Käsedip. Ah, und Arthur? Ja, Nö, wenn nö, er ihr macht das teilt. schon. Ja. Der denkt sich auch, ich hole mir meine Experten schon, denn die machen das Nee, irgendwie. tatsächlich hatte ich Experten, ich geplant. als Experte. Ha. Normalerweise mache ich Guter Witz. mittwochs immer so coole Streams mit Leuten oder ohne Leute, aber mit Thema. Aber Mittwoch kann ich nicht, deswegen haben wir es auf Montag verschoben heute. Aber ich habe ab nächste Woche wollte ich auch Streams machen. Die nennen sich dann Nano Boxen Stops. Ich könnte was darüber erzählen, wenn euch das interessiert. Ja klar, ist dein Channel. Ja, Ja, okay, cool. wollte mach gerade sagen, Werbung für ja. dich. Ja, ich mache Werbung für mich, für meinem eigenen Channel. Ja, ich hatte, also das aktuelle Konzept, Moment, ist, dass Leute ungefähr kurze, eine halbe Stunde Interviews geben, wo die sich erstmal vorstellen. Dann habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Zum Beispiel,
Zum Beispiel, genau, was war die Vorbereitung? Also die kommen rein, dann frage ich, okay, wer bist du, was schreibst du so im Nano? Dann frage ich, okay, wie war deine Vorbereitung? Wie hast du dich vorbereitet? Was war deine Strategie für den Nano? Keine Ahnung, Zeitplan, plotten. Danach frage ich, wie läuft es gerade? Läuft es gut, läuft es schlecht? Und dann, was hast du bisher gelernt? Und dann drei, vier Leute pro Abend hintereinander weg, jeweils eine halbe Stunde. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich wollte nächsten Mittwoch anfangen. Suche ich noch Leute für. Aber ich habe auf der FBM schon ganz viele Leute angequatscht. Muss ich nochmal anschreiben, wenn ich das Konzept fertig habe. Und dann kann ich auch Leute einplanen. Also bei Mittwochs bin ich leider raus. Mein Mann hat normalerweise Mittwochs Football. Nur sie hatten jetzt gerade ihr letztes Saisonspiel. Oh. Ja, und deswegen haben sie jetzt 3, 4 Wochen trainingsfrei, bevor es halt in die Vorbereitung für die nächste Saison geht. Und deswegen, der hat immer montags und mittwochs und manchmal halt auch freitags. Deswegen streame ich dienstags. Schreikuddel, ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran, als du heiser warst. Ja, genau, das war das vorletzte Spiel. Beim letzten konnte ich nicht, weil da die Kleine krank war, da konnte ich nicht hinfahren. Deswegen hatte ich keine Heiserkeit. Aber beim vorletzten Spiel habe ich halt die Jungs ein bisschen zu laut angefeuert und war dann ziemlich heiser. Das war schön. Haben sie wenigstens gewonnen. War aber die Heiserkeit Nein. es wert. Ah. Nein, im ersten Spiel haben sie gleich den Quarterback kaputt gemacht und der ist mit einem Achillessehnenriss für den Rest der Saison ausgestiegen und der Ersatzquarterback war erst seit 3 Wochen im Team. Also von daher haben sie die komplette Saison für den Arsch gegeben. Okay. Gott, oh Ja. Gott. Bitte. Aber das Ja, ist aber das, okay. ja. Naja. Ich bin eh mehr so Rugby-Fan. Da fließt wenigstens Blut. No, du beim Football auch. Weißt du, wie viele Rettungswagen wir Aber in dieser beim Saison bei Rugby uns haben sie hatten? wenigstens keine Polster. Das ist Ja, wenigstens das stimmt. besser. Aber weißt du, wie das im Amateursport aussehen würde beim Rugby, wenn die halt wirklich keinerlei, also beim Football, wenn die keinerlei Pads, die sind so schon anfällig, weil es halt keine Profisportler sind. Ja, das Und wenn stimmt. die jetzt dann halt auch noch ohne Pads arbeitest, pff, Ich habe nee. noch eine Frage an euch. Na. Was ist euer präferierter Erzählstil? Oh. Oh. Es kommt auf die Story an, das ist das Bei Problem. dir ist eh gefühlt alles. Das ist wie mit was Ja. für ein Genre schreibst du Kuddel? Ja. Was für ein Ja. Erzählstil hast du Kuddel? Ja. Also ich habe Ja. bisher habe ich immer im personalen Erzähler geschrieben. Aber ich habe auch eine Story im Ich-Erzähler geschrieben und irgendwie lief es im Ich-Erzähler richtig, richtig gut. Also ich konnte das richtig flüssig schreiben. Und dann habe ich nach diesem einen Projekt weitergemacht, im personalen Erzähler zu schreiben. Wo ich drüber nachdenke, warum? Ja. Also ich muss sagen, ich hasse Ich-Erzähler. Also was ich erstmal halt nicht Ich. hasse. Aber ich finde halt Ich-Erzähler, wenn ich Bücher lese, immer relativ anstrengend, weil sie halt immer sehr viel rumjammern gefühlt, weil du einfach wirklich alles aus ihrer Innensicht mitbekommst. Und das ist mir meistens einfach zu viel. Vermutlich auch ein Grund, warum ich mein erstes Manuskript nie überarbeitet habe, weil es in Ich-Perspektive geschrieben ist, weil es Sinn machte für die Story. Aber ich es eigentlich hasse. Deswegen personaler Erzähler mit halt verschiedenen Fokuspunkten, halt mal irgendwie personaler Erzähler von Charakter A, dann mal Charakter B. Was ich super gerne mal machen würde, also ich bin auch großer Fan von unzuverlässigen Erzählern, das mag ich, das finde ich ganz, ganz gut. Und ich hatte eine Zeit lang in meinen Krimis immer, meine Erzählinstanz war quasi eine eigene Figur, so ein bisschen. Also der hat halt auch immer so ein bisschen mit dem Leser gewitzelt. Das habe ich aber auch irgendwie aufgegeben, ich weiß nicht wieso. Aber das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. War dadurch halt auch immer so ein bisschen unzuverlässig, weil ich ganz cool fand. Und was ich super gerne testen würde, ist so, wie nennt sich das? Ich glaube, es hat irgendeinen Fachbegriff, Autoriale aber. Erzähler? Meinst du den autorialen Erzähler, den Allwissenden? Nee, und zwar, es gibt, also ich studiere halt auch Literaturwissenschaft, das heißt, ich habe eh so ein paar Fachbegriffe auf Lager, aber es gibt diese Begriffe von homodiegetischem Erzähler und heterodiegetischem Erzähler oder extradiegetisch, auf jeden Fall halt, ob der Erzähler halt in der
Spielwelt quasi existent ist oder halt oder quasi außenstehend. Das hat der Auktoriale wäre wohl halt eher außerhalb der Außenstehende, genau. Und es gibt wohl auch ein Format, wo du einen, also Ich-Erzähler sind halt immer homodiegetisch, weil die sind ja in der Welt drin. Und es gibt wohl dieses, dass du einen homodiegetischen Erzähler hast, der aber beschreibt, was andere Leute machen. Quasi so ein bisschen halt, weiß ich, der Typ, der an der Mauer steht und halt irgendwie beschreibt, was da halt abgeht und so. Und sowas würde ich halt gerne mal mehr versuchen, so ein bisschen fancy. Quasi so ein ja. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich habe dich verstanden. Ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, mal ein bisschen mehr rumzuprobieren. Nach den geplanten Projekten ein bisschen mehr rumzuprobieren. Vor allem zum Beispiel auch Erzählstil, Genre, um dann zu schauen, was für mich am besten funktioniert. Also das ist super spannend auch mal. Dann komme ich nochmal auf dich zu, Elli, damit du mir alle Möglichkeiten aufzählst an den Erzählern, die man hat. Ich empfehle Gérard Genette Erzähl... Ah, neues Buch, okay. Gibt hier so ein literaturwissenschaftliches, ist das nicht sogar Einführung in die Literaturwissenschaft oder in die Erzählperspektive oder so, wie Gérard Genette, der hat das relativ gut gemacht. Dank dem habe ich gute Hausarbeiten geschrieben, weil ich Sachen analysiert habe aufgrund ihm. Und ja, der erklärt das ganz gut und Das hört sich nach Literaturwissenschaft an. Ich glaube, das ist so kompliziert und nicht geschrieben. Ja, nee, es geht eigentlich. Es ist halt so ein Einführungsbuch, weswegen, also für Erstsemester quasi, deswegen ist es relativ gut geschrieben und. Okay, gut. Ja. Dann kriege ich das, also glaube ich. Tatsächlich glaube ich, dass es auch ein bisschen von der Geschichte abhängt, was halt sinnvoll ist. Weil ich mache das nicht davon abhängig, was mir besser gefällt, sondern ich gucke halt immer so ein bisschen, was passt zu der Geschichte. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine New Adult Geschichte schreibe, ist es fast schon gang und gäbe, dass das Ding aus der Ich-Perspektive geschrieben wird, weil New Adult bedeutet sehr viele Emotionen, sehr viel Innenansicht. Da gibt es gar nicht so extrem viel Handlung, sondern es ist halt sehr viel Mimimi. Und dieses Mimimi muss halt verpackt werden und das geht halt am besten aus der Ich-Perspektive. Wenn ich jetzt einen, ich sag mal, klassischen High-Fantasy-Roman nehme, ist die Ich-Perspektive mit sehr vielen Innenansichten eher nicht so, weil da gibt es sehr viel Handlung in den meisten Fällen. Und weniger Innenansichten. Das heißt, da macht halt der personale Erzähler schon Sinn, in der dritten Person irgendwie zu nehmen. Es hat mein Mimi weggemutet. Ja, ich glaube, du hast die Rauschunterdrückung an. Ja, das kann gut sein. Das habe ich standardmäßig drin. Auf jeden Fall dieses Mimimi, das dann halt immer kommt, das ist, wie gesagt, das gehört halt total dazu. Auf jeden Fall muss es halt der Story und vor allen Dingen auch der aktuellen Lesbarkeit des Mainstreams entsprechen. Natürlich kann man damit brechen, um einfach was Neues zu erschaffen und zu hoffen, dass man damit etwas Neues bewirkt, einen neuen Trend setzt oder ähnliches. Aber wenn man selber sagt, okay, man will erstmal versuchen, halt mitzuschreiben, dann nimmt man sich das aktuelle Genre, liest halt einfach mal ein bisschen nach. Als Beispiel, das erzähle ich in meinen Streams immer gerne, wir haben mit 4 Autorinnen zusammen ein geschlossenes Pseudonym gemacht eine Zeit lang in einer bestimmten Romance-Sparte. Und wir haben uns vorher einfach mal angeguckt, wie funktionieren die Cover, welche Erzählstile funktionieren dort in den Top 10. Haben uns jetzt über einen Monat lang immer angeguckt, welche Top 10 Titel sind da und wie sind die vom Stil her aufgebaut. Und haben daraus analysiert, was halt aktuell in diesem Genre gerne genommen wird. So kannst du halt ganz genau analysieren, wenn du schnell schreibst, bam, okay, aktuell sind total gerne gesehen Ich-Perspektive mit Vergangenheit oder Ich-Perspektive mit Gegenwart, was übrigens total komplex ist und du kommst da sehr gut durcheinander. Wenn du dann halt die dritte Person Präteritum hast oder ähnliches oder dritte Person Präsens, dann guckst du halt einfach, wie es in irgendeiner Form von den Figuren her passt. Aber analysiert das, was ihr schreibt, wie es dort aktuell aussieht. Und ich weiß, Eli, du magst keine Ich-Perspektive, aber wenn es zu deinem Genre passt, dann muss man da leider halt über den eigenen Schatten etwas springen, weil natürlich kann man das halt auch anders machen, aber ja. Deswegen ist die Frage, ob meine Urban Fantasy überhaupt valide Urban Fantasy ist, wenn es nicht in der Ich-Perspektive geschrieben ist.
Doch, das gibt es. Urban Also, Fantasy ja, funktioniert klar. wunderbar in der dritten Person, aber. Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt dann so die Frage, wo man sich halt dann stellen muss, so will ich halt mit dem Projekt halt den kommerziellen Erfolg und oder versuche ich es gegen den Strom, aber ja. Genau. Ich habe halt auch mit dem einen Projekt, was halt in der Ich-Perspektive ist, das ist halt einfach von dem Konzept, was dahinter steckt, geht es einfach nicht anders. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das vielleicht nächstes Jahr einfach mal komplett neu schreiben, das Projekt. Weil es halt einfach sehr alt ist und sehr überarbeitungswürdig. Und dann muss ich mich durch die Ich-Perspektive quälen. Zumal das halt wirklich so eine Mimimi-Ich-Perspektive wird. Oh, ich Wie hasse mich. gesagt, wenn das halt passt, Aber dann es passt ist es halt, es an. muss halt, es funktioniert eigentlich gar nicht in personaler oder auktorialer Sicht. Würde es halt gar nicht funktionieren, deswegen. Ja, deswegen ist halt immer so ein Ja. bisschen, da muss man halt dann gucken, so. So klar, macht es Sinn, halt die Geschichte, halt wie kann man die am sinnvollsten erzählen? Weil es gibt halt einfach Stories, die kannst du nicht im Nicht-Perspektive, Nicht-Ich-Perspektive schreiben. Ich No. habe mich gerade selbst verwirrt mit diesem Satz, aber ja. Ich habe dich verstanden. Da habe ich jetzt aber guten Fass aufgemacht mit. Nee, aber Sorry. das ist voll gut, ja. Arthur, was sagst du? Ich glaube, ich hatte das schon beantwortet, oder? Ja, stimmt, Ja, hab's nicht ich beantwortet, glaube, du Entschuldigung. fehlst noch. Ja. Ich fand es einfach nur lustig, wie das auf einmal dann so Wellen schlug. Ich denke mir so, ha! Nee, aber ich glaube, das ist halt ein Thema, da wird halt nicht genug drüber geredet, dass es Ja. halt eigentlich wichtig ist, was ist die Erzählstimme. Das ist halt wirklich wichtig. Also halt, das Also. ist halt auch, ich meine, das ist, weiß nicht, Grundkurs Literaturwissenschaft ist Erzähltheorie und Narratologie und wie du halt sowas aufbauen solltest oder wie Sachen halt aufgebaut sind und was es halt für Perspektive ist Arten auch immer gibt. ein sehr schönes Thema. Genau, Perspektive. weil Perspektive ist nämlich was anderes als Erzählinstanz. Und Ja, das so. N, ja. Und der Erzähler ist auch nicht unbedingt die Erzähl. Nee. Nein, doch, der Irgendwas Erzähler war es, ist die wo irgendwas Perspektive, mit der aber nein, also der Grundkurs Erzähler ist ja auch die Literaturwissenschaft nicht Perspektive, wegkommt. aber du hast zum Beispiel immer gerne dieses typische, das ist ein personaler Erzähler und Mhm. hinter ihm passiert was denn halt erzählt wird. Und das funktioniert nicht, solange er sich nicht Genau. umguckt. Genau. Ich glaube, Fokus oder sowas war das dann noch irgendwie. Genau. Irgendwas, genau. Perspektive und Fokus oder sowas und ja. Also, ich kann jetzt mal meine Sicht. Ich schreibe ja Bücher für junge Erwachsene. Und beispielsweise beim Coven-Projekt war es so, dass ich halt im ersten Band, oh, wie heißt das denn jetzt? Nicht Auctorialer? Ich schmeiß mir durcheinander. Real ist der allwissende Erzähler. Ja, den hatte ich. Hatte ich den? Oh Gott, was war mein Auctorial? Auktorial war Im ein Personal. allwissend. Ich hatte den personalen Erzähler und das Problem war, dass es halt, ich halt aber auch irgendwie zwischendurch in den Auctorialen gerutscht bin. Und das hat vorn und hinten nicht geklappt. Es ging einfach nicht. Und ich habe dann halt nach 9000 Wörtern gesagt, ey, Testleser, guckt mal, irgendwas ist da nicht. Ich krieg das nicht hin. Irgendwas, ich fühl's gerade nicht. Und dann so, wechsel mal bitte den Erzählstil. Und dann bin ich in Ich-Erzähler gegangen. Die ganze Geschichte funktionierte extrem gut, weil es auch aus zwei Perspektiven gelesen wird und du damit im Prinzip alle Bereiche so ein bisschen abdeckst, um diese Welt zu verstehen. Also die Urban Fantasy-Welt, die da aufgebaut wurde, um die zu verstehen. Und ich habe halt festgestellt, und jetzt werden mich wahrscheinlich ganz viele Leute hassen und es wird niemand meine Bücher mehr kaufen, ich komme mit dem Ich-Erzähler verdammt gut klar. Weil ich damit auch meinen Charakteren, ich hab mich bepisst vor Lachen, als ich Band 1 nochmal gegengelesen habe und einfach der eine Charakter die ganze Zeit so eine sarkastische, kerngenervte Art und Weise an den Tag gelegt hatte, weil ihm alles auf die Nüsse ging. Und das hast du einfach durch diese Ich-Erzählung rausgelesen. Es hat so Spaß gemacht. Und das wird keiner mehr kaufen mehr. Ich komme sehr gut mit Ich dem vielleicht Ich-Erzähler. nicht, aber. Ich komme sehr Also gut ich mit dem mag dich, Ich-Erzähler zurecht. Erzähler. Und ich werde auch die Urban Fantasy-Geschichte, weil es auch das gleiche. Nicht das gleiche Genre, aber die gleiche Zielgruppe ist, in dem Stil halt ansetzen, weil es für mich vom Schreibstil her super passt und es ist halt New Adult, beziehungsweise halt junge Erwachsene und alles und es passt halt. Aber es ist halt so, ich liebe es, diese Frage zu stellen, weil die Leute einfach, weil die Leute halt, da scheiden sich die Geister. Man hat es gerade im Chat gesehen. Ich hasse diesen Stil. Ich liebe diesen Stil. Ja. Ich hasse diesen Stil. Das ist wie Pizza Hawaii.
Ja. Ja, nee, ich meine, klar, da muss jeder halt selbst gucken. So. Also ich persönlich habe halt in meiner Vergangenheit so viele Ich-Perspektiven gelesen, die mir halt einfach nur auf den Sack gingen. Da bin ich halt ehrlich. Ich habe aktuell habe ich ein Testlese-Manuskript vor mir liegen. Da ist es auch in der Ich-Perspektive, aber es ist halt nicht so anstrengende Ich-Perspektive, was ich schon mal gut finde. Also, du wolltest meine Testleserin werden. Ja. Hättest du mir um die Ohren geschmissen. Übrigens, weil, Ellie. Weiß ich nicht, weil es geht halt auch anders, habe ich jetzt dann gemerkt. Es kommt halt echt drauf an. Also es gibt halt, ja, es kommt halt echt drauf an, wie mi die Leute sind. Nee. Aber ja, deswegen. Muss Ellie hinter dir stehen, auch Bücher mit Ich-Perspektive, die du gekauft hast. Ja. Weltenwechsler. Ja. Stimmt. Ja. Also das Witzige ist tatsächlich mit. Nicht anstrengend. Nein, aber das Witzige ist tatsächlich, dass viele Autoren sagen, Ich-Perspektive ist total anstrengend. Das Lustige ist aber, die Leser lieben es. Und zwar nicht die wir jetzt halt in unserer Bubble haben, sondern der 0815-Leser. Weil die möchten sich identifizieren mit den Personen, die da drin sind. Und deswegen hat Twilight damals. Genau, Twilight hat halt damals so gut funktioniert, weil sich alle in diese Hauptfigur Bella hineinversetzen konnten. Nicht nur, weil sie in der Ich-Perspektive geschrieben war, sondern weil sie leider Gottes auch einfach nur ein Spiegel war. Da war ja nichts an Ecken und Kanten, aber ja, ist einfach so. Jede Frau hat schon mal abgewaschen, jedes junge Mädchen musste ihr Zimmer aufräumen und viel mehr macht dieses Mädel einfach nicht. Die hat keine Hobbys, die hat nichts. Nichts. Sie ist innen auch hohl, ja, das ist, kommt erschwerend hinzu. Aber dieser Spiegel, der halt da gewesen ist, der hat durch diese Ich-Perspektive ist der nochmal sehr viel stärker geworden. Und das hat halt damals sehr viele Menschen dazu gebracht, dass sie halt auch Ich-Perspektive kennengelernt und auch lieben gelernt haben, weil sie Twilight gemacht haben. Ich lese beispielsweise Ich-Perspektive echt gerne. Ich schreibe halt das Genre, was ich gerne lese. Bei Die Flüsse von London mochte ich das sehr. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Ansonsten habe ich noch eine weitere. Kann ich dir Im Namen des Ordens empfehlen. Eine sehr gute Hörbuchreihe, ebenfalls von Audible. Ich schau mal nach. Ja, ich habe es auch auf Audible gehört, Die Flüsse von London. Ja, ja. Ich habe ansonsten noch eine sehr exotische Perspektive. Na? Und zwar die... Axolotl. Ja, die Axolotl-Perspektive. Nee, die... ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Die Du-Perspektive. Oh ja, das ist zweite Person. Ich auch mal versuchen. Ja, das ist super. Ich schreibe gerade an ich einem. Habe... Kann gut sein. Warte. Also. Warte. Okay. Warte. Okay. So, ich mach mir immer mal den. Okay, ich rede weiter. Ich schreibe gerade. Ich schreibe gerade an einer interaktiven Geschichte. Und hab mir dann gedacht, es wäre vielleicht für die Nähe sogar ziemlich gut, wenn ich einfach, wenn es quasi wie quasi beim Pen und Paper, es gibt einen Erzähler, der erzählt dir, okay, du gehst dahin, dir passiert das und das, was tust du jetzt? Und ich dachte mir, das passt, einfach diese Du-Perspektive passt zu so etwas Interaktivem. Vielleicht, weil ich das von Pen und Paper gewohnt bin, vielleicht irre ich mich auch. Ja, nee, das ist eine gute Idee. Um euch mal ein Gefühl zu geben, in der Anthologie, die ich rausgebracht habe, gibt es eine Geschichte in der Du-Perspektive tatsächlich, die es dort reingeschafft hat. Also, während dein Gegner stirbt, wirst du wiedergeboren. Umbras, dutzendfach hallt dein Name von den behauenen Höhlenwänden wieder. Der Name, der nie deiner gewesen ist. Wie ein Fluch wandert er von Mund zu Mund, steigert sich zu einem Getöse, der dich alles vergessen lässt. Schlussendlich, das ist total simpel, das zu schreiben. Man muss sich nur daran gewöhnen. Das ist die wahr. Schwierigkeit, das Ganze im ersten Moment, als wir es gelesen haben, habe ich gedacht, oh Gott, was hat der denn da verzapft? Und dann habe ich es halt nochmal gelesen und dachte, das ist eigentlich ziemlich gut gewesen, die Story. Aber man muss sich dran gewöhnen. Also das ist gewöhnungsbedürftig. Aber es ist halt, es kommt halt darauf an, wenn es zur Story passt, dann ist es halt gut, weil es halt schon so ein bisschen so dieses Du ist so ein bisschen so mit dem Finger auf dich zeigst, so du machst das jetzt. Und ich finde, das hat immer so ein bisschen was Aggressiveres als ich oder ja, und das ist halt, wenn es halt passt, dann ist halt voll gut. Ich weiß halt nicht, ob das für einen Roman funktionieren würde, da bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. Also für Kurzgeschichten auf jeden Fall. Ob ich einen Roman komplett mit Du lesen könnte, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Das ist, denke ich, eine Gewöhnungssache, wie einen Roman bla bla bla. Oh, wie heißt das denn jetzt? Ich habe wieder Wortfindungsstörung. Ich lieb's.
Ja, im Feminin. Wie heißt das nochmal? Gender? Ich weiß gerade Nein, nicht, was du meinst. Leute, helft mir. Pronomen? Normalerweise sind alle Sachen im bla 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 maskulin geschrieben, aber Nee, generische. generische, danke. Halt ein Buch im komplett generischen Feminin geschrieben. Das ist auch eine Sache, an die man sich mega gewöhnen muss, weil man sie halt erst nicht kennt, weil die Sprache, die wir benutzen, halt extrem maskulin ist. Das ist wahr. Ja, das stimmt. Ergriff, Aber es versuche kann um halb zehn funktionieren auf das jeden Wort. Fall, ja. Ja, kann es. Also versuche um halb zehn das Wort generisch noch zu merken. Also. Fair. Das ist der Vorteil, wenn du in einem dauerhaft Schlafmangelstatus bist. Du bist immer müde und hast dein Gehirn schon darauf trainiert. Das ist Und wie das bei ist halt Hulk. funktioniert. Ja. Das kriege ich aus gesundheitlichen Gründen aktuell nicht hin. Nee, ich möchte das auch nicht. Ja. Sorry, Kuddel. Ich möchte das auch nicht. Ich weiß. Ich habe nur leider keine Wahl. Das stimmt. Ansonsten schreibt Eisvogelschimmer noch, die Du-Perspektive, hat der ehemalige Deutschlehrer gesagt, sei auch nur eine andere Form der Ich-Perspektive. Und wenn ich so Ja. drüber nachdenke, es ist dieselbe Nähe, es ist nur ein anderes Wort, das man benutzt. Ich finde, es kommt so ein bisschen ein anderes Gefühl damit. Also es ist halt, das stimmt, es ist halt ungefähr genauso, von der Distanz her genauso wie Ich-Perspektive, aber es hat irgendwie trotzdem so einen anderen, so einen Unterton, ein anderen, anderer genau. Unterton. Hat, Ja. für mich halt immer so ein bisschen was Anklagendes irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht liegt das an mir, weil ich mich bei so Sachen immer direkt angesprochen fühle. Das, Das, genau ich das wollte gerade wollte sagen, ich das liegt. erreichen mit der Geschichte. Ich glaube, es liegt eher an mir. Ja, das liegt tatsächlich an den Personen, die sich halt schnell angegriffen fühlen, wenn man du sagst. Es gibt ja immer Ja. diese Theorien in der Psychologie, dass man, wenn man versucht, jemand anderem etwas mitzuteilen, dann sagt man, ich empfinde es so, dass es halt so und so besser wäre. Anstatt zu sagen, das war Kacke, was du da gemacht hast. Anstatt, ne, dass man halt sagt, okay, ich empfinde es besser, weil das dann halt auf einen selber bezogen wird und der andere fühlt sich nicht so angeklagt. Ich liebe Psychologie. Ich habe es nie studiert, aber ich liebe sie. Und ich finde das total klasse. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wirklich diese direkte Ansprache von wegen, also wenn jemand sagt ich, dann hat man das Gefühl, man ist diese Figur. Wenn es aber heißt du, dann ist es ein Erzähler, der dich anspricht. Das bist nicht mehr du, Ja. sondern es ist jemand anderes, der dich anspricht. Und das ist halt der Unterschied zwischen du und ich. Ja. Da ist, wie gesagt, die Nähe zur Figur ist ziemlich identisch, aber es ist eine andere Art von Ansprache. Also Ja. ich hatte das in der interaktiven Geschichte verwendet, weil man sich genau angesprochen fühlt, weil man verfolgt nicht eine Perspektive, man verfolgt nicht eine Figur aus der Ich-Perspektive, sondern man ist die Figur, man trifft die Entscheidungen dieser Figur, damit man noch tiefer in diese Geschichte eintauchen kann, die ja auch interaktiv ist. Das heißt, man kann Entscheidungen treffen und dadurch ist man irgendwie die Figur. Genau. Ja. Und das, was Shalima schreibt, ja, kriegt man in jedem Kommunikationstraining eingehämmert. Ja. Ja. Ich bin gelernte Bankkauffrau. Ja. Ich habe tolle Kommunikationstrainings bekommen. Super. Ja. Vielleicht ist es auch deswegen nicht so verbreitet mit dem Du, weil es halt zu anklagend rüberkommen kann. Ja. Kann sein, ja. Ja, und auch vorwurfsvoll. Also vielleicht noch Ja, nicht mal genau. anklagend, aber sehr Ja. viel Vorwurf, also sehr viel Vorwurf. Und viele Menschen sind halt, die nehmen es im ersten Moment persönlich. Dadurch, also wer nicht, mal ganz ehrlich, wenn mir jemand in der Rezension schreibt, Autorin ist Kacke oder Schreibstil ist Kacke, ja, dann liest meine Bücher halt nicht. Ja. Das ist halt die erste Reaktion, aber man reflektiert dann halt hinterher und dann ist alles gut. Aber ja, so, Ich habe noch gut, eine ich ganz müsste mal lustige aufs Frage. Klo. Ich habe nur noch eine lustige Frage. Okay. Ich Ja. habe meine Nanoliste ausgemacht. Es tut mir leid, da sind gute Fragen drin, wie man gerade gemerkt hat. Muss trotzdem aufs Klo. Du Willst du kannst kurz kurz aufs rennen? Dann Klo, können wir wir die Fragen quatschen nicht. beantworten. Ich bin Renne. Stell die Frage, dann beantworte ich sie und danach könnt ihr sie. Nee, Wenn du du kannst aber einen auch. Tag in einem deiner Bücher sein könntest, Das habe ich wo gewusst. würdest du diesen Tag verbringen? Jetzt geht Kuddel aufs Klo, um nur um nachzudenken. Ja, ich glaube. Ja, aber wollte gerade sagen, sie kann ja aufs Klo gehen zum Nachdenken. Nein, ich würde in ein Herz voll Leben gehen. Das ist an der Ostsee. Einziger Grund. So, und jetzt gehe ich aufs Klo. Macht das Okay. Arthur? Ah, okay.
Ich habe einmal eine Dystopie, also ich schreibe gerade an einer Art Dystopie, Cypher-Dystopie, unterirdisch, wo die Leute in irgendwelchen Bunkern leben. Und ich habe eine andere Geschichte, wo die Leute auf einer Weltausstellung sind mit allerlei Wundern und die da ausgestellt werden. Ich glaube, ich gehe auf die Weltausstellung. Schwierig. Ich Was das weiß. Gute ist, viele meiner Projekte spielen in Wales. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich muss aber auch sagen, ich finde das allgemeine Setting von meinem geplanten Drachenroman ganz geil, weil das so ein bisschen so mediterrane Stadt mit engen Sandstein-Kopfsteinpflastergassen ist. Aber ich würde in der Stadt, glaube ich, nicht wohnen wollen, weil das halt schon auch mehr so Richtung Regime geht. Deswegen, ich würde vielleicht von einem Krimi-Projekt ein kleines Küstchenstädtchen namens Penport, weil das ist auch in einem echten Ort in Ar empfunden, und zwar der Stadt Penarth, und das ist eigentlich ganz süß da. Ich glaube, da würde ich mich einfach an den Strand hocken, weil es da heiße Surfer gibt. Ehe du sofort Sex sells. Ja. Bei mir wäre es halt Ach, hier gibt's auch wirklich Sekten. das Urban Fantasy Projekt, das Coven Projekt. Ja, im Laufe der 5 Bände gibt es viel Tod und Verderben, aber ich würde einfach unglaublich gerne meine Protagonisten über den Weg laufen und auch den anderen wichtigen Charakteren, weil es halt einfach so ein, zwei Charaktere gibt. Ich liebe meine, ich sag jetzt mal ganz so, ich liebe meine Jungs. Ich will die in Real Life treffen und alleine dafür würde es sich lohnen, einen Tag in dieser Geschichte verbringen zu Ah, können. cool. In dieser fiktiven Stadt in England und vor diesem Laden campen und darauf warten, dass sie rauskommen. Und das ist der Grund, warum ich sage, das ist halt das ist das Herzensprojekt von mir und ich würde halt wirklich in der Urban Fantasy-Welt gerne einen Tag verbringen. Und selbst wenn ich einfach nur in dem Café sitze, den ganzen Tag Kaffee trinke, geilen Kuchen esse und nichts anderes mache. Neo. Ich glaube, ich würde verzichten. Ich würde meinen Protagonisten gerne treffen. Aber da er eine Art gefallener Held ist, muss nicht sein. Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Du, Cody? Naja. Ich würde, wie gesagt, an die Ostsee zu Ein Herz voll Leben. Da gibt's Ach ja, Cupcakes. stimmt. Und warum bist du hier für die Cupcakes? Ich bin nur Für für die die Cupcakes Cupcakes. da. Ja, wenn es ein Fantasy-Roman von mir wäre, dann würde ich wahrscheinlich ins Weltenamulett, weil ich dann halt mit dem Weltenamulett durch alle Welten reisen kann, die es gibt, um rauszufinden, ob es tatsächlich Außerirdische gibt oder ich mir das halt mal ausgedacht habe. Ansonsten, ja, einfach wirklich ein Herz voll Leben, ab an die Ostsee, Cupcakes essen, am Strand liegen, nichts tun. Geiles Leben. Guter Plan. Und Das ist ein daneben hockt guter Plan. Wurzel und denkt so, das ist sandig. Ja. Nee, also in Wurzels Welt, nee. Also ja, ich würde Wurzel wahrscheinlich wirklich gerne mal in Real Life treffen, aber nein, nein. Ja, mein Mann liegt schlafend übrigens auf der Couch, hat heute ein Schlemmerfilet gegessen. Das stinkt so bestialisch bei uns im Haus. Oh, ich freue mich. So, ich habe keine Fragen mehr. Ich habe es so gemacht. Ich Das ist dachte, gut. die Frage ist vielleicht noch cool. Die ist cool. Ja. Also das sind die Fragen, die es bei mir im Nano gibt. Und Ja, dann. schaut bei Steffi vorbei. Moment. Ausrufezeichen tolle Leute oder Ausrufezeichen Gäste oder Ausrufezeichen Gast. Wie war meine Kommas nochmal? Nee, Tolle alle. Sind Leute ja im alle, das ist Prinzip. ja das. Ja, ich habe einen Tata. Command gemacht und so, Alternative. Alternativen. Ja, ich glaube, Richtig. ansonsten habe ich auch keine Fragen mehr. Wir haben viele Themen angesprochen. Wie man plottet, wie man sich Zeit schafft, was man vielleicht, was man nicht so ändern sollte in seinem Zeitplan. Dass man stolz auf sich sein kann, egal wie viel man geschafft hat, um es Auf jeden zusammenzufassen. Fall. Und ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ja. Danke, dass ihr hier wart. Das hat Ja. mir super viel Spaß gemacht mit euch. Gerne, gerne.
Danke, Arthur, dass du uns eingeladen hast für diese ganz gemütliche Runde hier. Morgen früh, 8 Uhr, Eli. Ja, ich habe gerade eine E-Mail bekommen mit dem aktuellen Dienstplan von Oktober und mir wurde meine Schicht am Mittwoch gestrichen. Das heißt, ich habe endlich mal einen Tag frei, in dem ich Krams machen kann. Schreibstaffel. Und das ist Schreibstaffel. Ja. Kann plotten. Das ist gut. Ich meine, ja. Boah, ein freier Tag, ey. Alter. Und ich war so, ich muss die komplette Woche durcharbeiten und ach. Nein, nein, nein. Ich möchte von dir regelmäßige Plotfortschritte haben. Regelmäßig. Okay. Ja? Es ist gestattet, dass in meiner 3-Akt-9-Block 27 Kapitel-Dingens mein dritter Akt noch relativ leer ist, weil ich gucken will, wo die Reise hingeht, bevor ich mich auf ein Ende festlege. Ist das gestattet? Ja. Okay. Ausnahmsweise. Dann bin ich mit dem Chrom-Block. Ausnahmsweise. Ich muss noch Charaktergedöns machen. Okay. Gut. Ich kann sagen, es ist so süß, wie du sagst, oh mein Gott, ich habe endlich einen Tag frei die Woche. Ich gucke in meinen Kalender und denke mir so. Ja, ja. Mhm. Deswegen, ich war gerade ein bisschen bestürzt, dass mir einfach eine Schicht geklaut wurde. Das sind 4 Stunden Gehalt, die ich nicht bekomme. Aber dann dachte ich mir so, geil, ich habe einen Tag frei. Das ist nice. Sogar komplett frei, Lucifer, weil ich einfach keine Termine habe. Also wenn irgendjemand von euch will, mit mir am Mittwoch irgendwas machen will, nein. Okay. Ich brauche einen freien Tag. Gut. Ach so, stimmt. Ich hatte ja auch angekündigt bei Twitter, dass ich erzählen würde, warum meine Woche so anstrengend wird im Vergleich zum Nano. Ja. Weil wird sie nicht mehr, weil ich keine Kochstreams mache. Aha. Normalerweise hätte ich mir jetzt die komplette Masterclass von Gordon Ramsay, ich glaube die Hälfte fehlt noch, anschauen, die Rezepte vorbereiten müssen. Damit ich sie am Sonntag bequem streamen kann. Also ich hatte quasi die kompletten 4 Streams vorbereitet. Aber mache ich nicht mehr. Ich mache stattdessen da Coworking-Streams und komme so sogar noch weiter voran. Ist das Win-Win? Ja. Richtig. Voll gut. Und ich habe entschlossen, wenn ich Patreon-Posts schreibe, zählt das auch irgendwie dazu sonst. Ich mache auch ständig meine Patreon-Posts in den Coworking-Streams. Also... Ja, weil ich halt einfach... Ja, also ich habe keine andere Schreibzeit. Das ist immer das Schöne. Ja, ich weiß ganz viel. Haben. Ja, das Problem ist ja, dass ich halt einfach nur diese 5 Stunden jeden Tag habe. Und ich habe in den Abendstunden eigentlich frei und möchte früh ins Bett gehen. Jetzt habe ich es halt immer mal wieder, dass ich abends auch arbeiten muss, weil ich gerade viel zu tun habe. Aber ich habe eigentlich nur eine 25-Stunden-Woche aktuell. Theoretisch. Weil ich halt von 8 bis 13 Uhr arbeite, aber dann halt durchgängig. Und das ist halt die Schwierigkeit manchmal, wenn man halt Vollzeitautorin ist und versucht irgendwie seine Deadlines vollzukriegen. Also wenn du da die Möglichkeit hast zu sagen, die Kochstreams weg und dafür coworken, dann ist doch egal, was du in der Zeit machst. Ja, das stimmt. Hauptsache, du schaffst deine Dinge weg. Das stimmt. Ich meinte, dass ich zähle das dreisterweise zu den Stunden für den Nano dazu, auch wenn es ein bisschen gecheatet ist, aber. Ja. Ich stelle gerade fest, ich habe diese Woche eigentlich gar keine Coworking-Woche mehr. Also keinen Coworking-Stream mehr in meiner Liste. Dafür habe ich aber Donnerstag noch das mit der Karte, das Treffen und dazwischen drin halt noch so die letzten Feinschliffe für Band 1, dass das alles so. Passt. Das ist flüssig runtergeht. In der Bearbeitung. Eben. Nö. Bei mir gibt es noch 4 Coworking-Streams die ganze Woche über und morgen Abend Coolie-Hype! Ja, ich muss die immer noch alle nachgucken. Schick nochmal den. Ja, morgen ist Pen Paper. Eventuell muss ich noch Texte lesen. Erinnere mich nicht daran. Er wurde vorhin gecheckt. Das, wir werden morgen Abend Charaktere entwickeln. Daran merkt man, dass man in der gleichen Pen-and-Paper-Runde hockt und man sehr froh ist, dass der Spielleiter gerade nicht im Stream ist. Margo? Ja. Bist du hier? Nein. Margo, gib uns ein Zeichen. Margo, bist du hier? Schreib in das Buch. Schreib in den Chat. Ja. Genau. Zum Beispiel werde ich auch die Pen-and-Paper-Sessions nicht absagen. Ich meine, wir machen dann wahrscheinlich eine Pen-and-Paper-Session, maximal 2 in dem Monat. Daher die werde ich auch zum Beispiel auch nicht absagen, weil das tut mir gut. Auch nicht.
brauche ich als Pause, sonst kann ich. Ja. Ja. Einfach ja. Das hat vor dem Umzug waren diese drei, vier Pen-and-Paper-Sessions kurz vor dem Umzug der einzige ruhige, die einzigen ruhigen Stunden, die wir hatten. Es war so gut. Sonst war halt nur abbauen, Arbeit, zusammenräumen, abbauen, Arbeit. Pen and Paper war dann so, alles andere ist egal, wir essen jetzt geil und wir machen 4 Stunden nur Bullshit. Ah, wie toll. Ja. Ah, ich habe kein cooles Essen für morgen. Ich auch nicht. Hackstrudel. Nee, gar nicht wahr. Ich wollte morgen Asian-Nudeln machen. Hackstrudel geht Irgendwann. immer. Blätterteig, Streichkäse, Hack, Paprika, warte. Noch anderes, oh, also Gemüse drauf, das nicht sapscht. Streukäse drüber, aufrollen, 25 Minuten in den Backofen. Sau lecker und geil. Hört sich gut an. Ja. Ich muss noch, auch noch was kochen. Die Ich habe keine Tüte davon Tomaten mehr, kochen. die ich als, wo ich sagen kann, okay, ich hatte eine Mahlzeit, das war zwar nur eine Tomate, aber das zählt. Ich habe keine Zeit mehr, was zu kochen. Und ich habe keine Tomaten mehr. Ich habe noch eine Paprika, aber. Blätterteig, Hack, Käse, passt auch. Blätter, Ansonsten Gemüse halt Hackkäse, noch mit drauf, das geht immer. Gemüse. Okay. So, ihr Lieben, ich will meine Folge Lucifer weiter gucken. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns noch ein Raid-Ziel aus und dann geht's dahin und Hanni ja. hat heute ihren Release-Stream zu ihrem Buch. Genau, Sie hat Hani, heute richtig. Geburtstag. Habe ich auch gesehen und solche Hypes, Releases, Geburtstage, ich finde, das geht immer vor. Also deswegen wollen Das wir mal kommt erst dahin. morgen an. Ja, meins ist schon bestellt, aber ich habe es noch nicht abgeholt. Es ist aber schon da. Aber ich komme erst Mittwoch in die Stadt. Ich komme halt gar nicht mehr in die Stadt, weil wir halt nur ein Auto haben und ich am Arsch der Welt lebe. Aber es ist ein schöner Arsch der Welt. Aber es muss mir halt vor die Haustür geschleppt werden. Und das kommt halt nicht mehr. Habt ihr vielleicht einen Hashtag Great Call Vorschlag? Nano-Prepping. Okay, Ja. ja. Hashtag. Oh ja, ihr könnt. Ich habe jetzt quasi vier Teilzeit-Mods quasi. Und, oh, und eine ist wirklich Mod davon. Ich habe Teilzeit-Mods und einer ist Mod-Moment. Hallo, ich bin die Mod. Ellie ist Dauermod. Ihr seid Hallo. jetzt Mods. Ihr seid nicht Was? wirklich Mods, aber ihr moderiert. Ihr habt sehr gut moderiert. Ah. Du warst ja die ersten 15 Minuten erst damit beschäftigt, alles einzustellen. Da mussten wir doch hier alles kapern. Ja, das war toll. Ja, das können wir. Wenn wir was können, ist quatschen. Oh ja. Das That's it. war. Okay, gut, dann vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs. Oh, ich muss noch allen danken, die irgendwas. Eigentlich, ja, Eilinger, danke für den Raid, Sag Sören. einfach Danke. Ja, ich glaube, FP Black hat 3 Abos verschenkt, Komma Falter, Sören, Schneller, schneller, April schneller, 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 schneller. Frauke, FP Black nochmal, Josh habe ich schon, Eilinger, Clio, Frau Nami und Weltenwechsler, ich glaube, ich habe alle hoffentlich. Kerstin, auch danke. Okay, jetzt, tschüss. Guten Abend. Danke. Na, ciao. Na, da.